Wir starten mit einem Anruf sozusagen. Ich glaube, Benny wollte uns sagen, dass wir keinen Ton haben. Das hat ja aber auch einen Grund, weil wir den Ton jetzt erst anmachen, weil es jetzt erst 4 Uhr ist. Also Benny, wenn du das hören solltest, alles ist cool. Wir sind nämlich hier im JutzDigi, im digitalen Jugendzentrum vom Landkreis Harburg. Und wir haben heute wieder einen tollen Gast mitgebracht. Svenja Stadler ist da, Bundestagsabgeordnete in Berlin für den Landkreis Harburg. Eine der beiden Bundestagsabgeordneten für den Landkreis Harburg. Du kannst dich gleich einmal vorstellen. Echt? Stell jetzt sofort? Ja. Und ist total spannend hier. Also moin, Svenja Stadler. Ich bin jetzt seit 2013 im Bundestag. Achtung, und jetzt bekommen wir Besuch, glaube ich, von hinten. Sehe ich das richtig? Die LED-Streifen, meinte Benny, sind, glaube ich, noch nicht an, ne, oder? Jetzt sind sie an. Jetzt strahlen wir auch nochmal. Genau. Cool, jetzt strahlen wir, das ist schön. Jetzt weiß ich auch, warum diese Leuchten vorhin waren, die du nicht beschreiben Alles konntest. Klar. Braucht ihr das Studio-Telefon? Ne? Ja, da musst du den Regler irgendwie rufen. Alles klar. Alles gut. Soll ich nochmal anfangen? Genau, die letzten Technik-Checks noch kurz vor Schluss. Jetzt sieht man uns nochmal ganz hell, wirklich ganz ungewohnt. Also, Svenja Stadler ist zu Gast, die ist Bundestagsabgeordnete für den Landkreis Harburg, eine der beiden und genau. Genau, seit 2013 jetzt im Deutschen Bundestag vertrete ich den Landkreis Harburg aus Überzeugung und mit großer Leidenschaft und freue mich auf dieses Gespräch, ehrlich gesagt. Glaub, jetzt muss ich mir näher ran. Hast du genau. Aber ich kann es auch näher führen. So? Ja. Yeah. Ja, und ich glaube, alles andere wird sich, glaube ich, in unserem Gespräch zeigen. Am Ende möchte ich nur sagen, ich bin auch nur ein Mensch, der mit Wasser kocht. Genau. Wir haben ja, wie immer, auf unserer Instagram-Story Fragen eingesammelt, die ihr Svenja Stadler stellen konntet. Das habt ihr auch, wie immer, ganz, ganz viel gemacht. Und die Fragen werden wir gleich alle abarbeiten. Ich würde vorher einmal noch zwei Sachen sagen. Und zwar, wir duzen uns, weil wir uns seit letztem Sommer schon kennen. Wir haben uns letzten Sommer im Jugendzentrum in Salzhausen einmal kennengelernt, wo du dich über offene Jugendarbeit informiert hast und wir bei einer Tasse Kaffee über Jugendarbeit im Landkreis Harburg gesprochen haben, ein kleines bisschen. Und haben dann festgestellt, wenn wir ein Alter sind, können wir uns auch duzen. Stimmt. Das, genau. Es waren übrigens mehr Tassen Kaffee, die wir getrunken haben. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Genau. Und ich würde vorher einmal inhaltlich gerne noch einmal sagen, dass du ja zwar Politikerin bist für die SPD, aber wir in diesem Talk auf jeden Fall nicht über Politik reden und auch nicht über, also über Politik vielleicht, aber auf jeden Fall nicht über politische Inhalte, sondern es geht bei dem Gespräch ausschließlich um das Arbeiten in Berlin, das Arbeiten im Landkreis Harburg. Und alles, was so drumherum passiert, weil du gerade gesagt hast, du bist auch ein Mensch natürlich. Und alles das, was so menschlich passiert im Bundestag und um den Bundestag herum. Darum soll es so ein kleines bisschen gehen. Und wir wollen Lust auf Demokratie machen und einfach das pushen. Ja. Genau. Weil es ist wichtiger denn je und es ist wichtiger denn je, sich einzumischen. Und genau. Genau so machen wir das. Ja. Und weil du gesagt hast, es war mehr als eine Tasse Kaffee. Wir haben dir zu unserem Ablauf gehört es ja immer, dass unser Gast ein Geschenk kriegt. Und? Sehr witzig. Nein. Nein. Wir sind ja auch Follower von deiner Instagram-Seite und Leute, die dir auch folgen. Aber du bist sicher, dass die Decke hält, oder? Nein. Okay. Es sind coole Geräusche hier. Ja, ich hoffe, man hört die jetzt nicht außerhalb des Dings. Genau. Auf deiner Instagram-Seite postest du, glaube ich, jeden Tag eine Tasse Kaffee. Und hier steht drauf Blutgruppe Arabica. Cool. Wow. Ich würde sagen, das ist bei mir auch so. Und ja. Weil du das ja auch relativ früh machst. Nein. Der Early Bird. Ja, das ist ja der Hammer. Cool, dankeschön. Aber, und, ja. Ich darf auch ein Geschenk geben, ne? Ja, ich wollte dir noch kurz was zu der Tasse erzählen. Das ist ja geil. Die passt schon sehr gut. Ich bin, Hammer. Entschuldigung. Ich bin
Ich war mir sicher, dass ich weiß, wo es eine Schalke-Tasse gibt. Ich habe ja auch auf deiner Instagram-Seite gesehen, dass du Schalke-Fan bist und wollte dir eigentlich eine Schalke-Tasse mitbringen. Und ich war der festen Überzeugung, in einem Laden in Lüneburg weiß ich, die gibt es. Wollte schnell hin, guck, gibt keine. Da war jemand schneller. Ja, keine Ahnung. Oder es gibt die gar nicht und ich habe das in falscher Erinnerung gehabt. Was ich ja nicht schlecht finde, dass es da keine Schalke-Tassen gibt. Das ist ja grundsätzlich gut, wenn es... Da sollten wir noch mal drüber reden. Ja. Dann bin ich eine Stunde durch Lüneburg gelaufen und habe irgendwo eine Schalke-Tasse versucht zu kriegen. Das ist jetzt nur Plan B. Aber wenn ein cooler Plan. Ja, wenn ich eine Schalke-Tasse finde, dann wird die nochmal nachgereicht. Sehr gut, danke dir. Weil Herr Grosse-Brömer hat ja eine HSV-Tasse gekriegt, deswegen wollten wir auch auf Fußball aus mit dir. Ja, das hat leider nicht geklappt. Das ist kein Drama tatsächlich. Okay. Ich habe schon eine Schalke-Tasse in Berlin, weil mein Kollege konnte es nicht ertragen, dass ich immer poste, aber keine Schalke-Tasse poste. Und deswegen hat er mir eine letztens mit dem Schalke-Lied geschenkt. Von daher Blutgruppe Arabica finde ich cool. Ja. Ja. So Gegengeschenk? Voll. Das ist ja letztlich der Grund, warum wir es machen, weil wir Geschenke haben wollen. Genau. Entschuldigung, da bin ich total einfallslos gewesen. Achtung. Was kann man anderes schenken, als wenn man selber so ein Tassen-Junkie ist? Hier, schaut mal. Nee, kennt ihr das noch? So, Zauberbecher. Kennst du das noch von früher? Ja, yep. Und da ihr ja zu zweit seid, bekommt ihr zwei. Und damit ihr dann wisst, wie ich heiße, ist dann der Name auch immer schön da, wenn es heiß ist. Und wenn ich dann abkühle oder euer Getränk abkühlt, bin ich schwarz. Könnt ihr euch ja mal denken, was dann passiert. Schnell wieder auffüllen. Genau. Und ich hoffe mit Kaffee. Ja klar, mit Kaffee. Weil Blutgruppe Arabica ist ja auch, also wir, das hatten wir vor einem Jahr festgestellt, dass wir da beide eine große Leidenschaft für haben. Ja, ja, vielen Dank. Mit Tassen. Ich habe mir auch wirklich schon gedacht, also dass wir bestimmt eine Tasse kriegen von dir. Entschuldigung, aber, echt. Nee. Das nächste Mal bringe ich einen Eierbecher oder so. Dann nee, ja. Letztlich ist es ja auch total gut, weil letztlich brauchst du eh immer. Also Kaffeetassen. Ja. Fallen ständig runter, gehen irgendwie kaputt, ja. Muss immer Nachschub her und genau. Ja, kann und man es fallen leider immer die schönen runter. Ja. Geht es euch auch so? Es ist immer so. Wäre schön, wenn deine Schalke-Tasse mal... Nein. Egal. Sicher nicht. Tatsächlich muss ich dazu einmal sagen, das ist halt so mein absoluter unsympathischer Club Nummer 1. Mit dem kann ich, also immer schon, seitdem ich mich für Fußball interessiere, geht das gar nicht mit Schalke. Für mich persönlich, kann ja, also. Siehst du, deswegen hat es mit uns beiden auch nicht geklappt. Genau. Guck mal, der wird doch rot. Nein. Ich wollte jetzt irgendwas kontern, aber das, ich muss ja immer gucken, wir sind ja öffentlich hier. Ich darf nicht, egal. Ja, okay. Ja. HSV halt. HSV ist ja eine viel schönere Tasse. Nein. HSV ist der Verein, der nie aufsteigen wird. Das ist der Unterschied zu Schalke. Schalke schafft sofort. Willkommen im Fußball-Talk hier. Und ansonsten ist TuS Vlestedt auch ganz cool. Tatsächlich muss ich ja sagen, also ja, ich spiele ja auch im Landkreis Harburg hier Fußball. In Salzhausen? In Salzhausen. Ich finde die Sportanlage richtig, richtig schön. Die neue vom TuS Vlestedt. Das ist ja echt richtig schön. Das ist bombastisch. Ja. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Kunstrasen. Was hältst du von Kunstrasen? Spiele ich gerne drauf. Nee, mag ich. Das hat aber lange gedauert. Ja, weil ich bin jetzt nicht der technisch versierte Spieler, der sagt, darauf fliegt der Ball, wo ich ihn hinhaben will. Weil das kann ich eh nicht wirklich steuern. So. Nein, kann ich schon. Aber das ist genauer natürlich, aber macht mir Spaß. Ich finde, der Vorteil beim Kunstrasen, abgesehen davon, ob jetzt der Ball schneller, langsamer, holpriger oder wie auch immer ist, du kannst ihn das ganze Jahr über bespielen. Ja. Und für mich ist immer so, Fußball gehört einfach nicht in die Halle. Ja, also das ist irgendwie Fisch ohne Fahrrad. So. Ja. Und deshalb bin ich ein totaler Fan vom Kunstrasen und weiß auch die Eigenschaften. Und eben, wie gesagt, ich kann das ganze Jahr über spielen, das ist cool. Weil ich ja auch so viel Fußball spiele. Aber es tut beim Grätschen halt super weh. Das stimmt und ich habe auch schon ein, zwei Verbrennungen erlitten. Ja. Aber mein Gott, ja, ist Fußball. Ja. Es ist kein irgendwie Wattebauschmeißen oder so. Sehe ich auch tatsächlich so. Wir haben in der Oberschule in Salzhausen einen kleinen Soccer-Court, wo wir auch eigentlich schon viel öfter gespielt haben wollten, aber das ab und zu mal machen und das anbieten mit Jugendlichen am Freitagnachmittag Fußball zu spielen. Der ist auch aus Kunstrasen. Da habe ich mir auch schon komplett meine Schienenbeine
verbrannt. Yes, ja. Aber gehört dazu. Das sind so die Bolzplatz-Momente. Ja, finde ich auch. Ja. Genau. Wenn wir schon beim Fußball sind, bist du auch in EM-Stimmung gerade? Absolut, absolut. Ja. Ich habe heute Abend leider einen Termin angenommen. Da treffe ich heute Abend sicherlich auch Herrn Grosse-Brömer. Und alle Herren werden sicherlich Verständnis dafür haben, dass ich relativ zügig wieder diesen Termin verlassen werde, weil ich unbedingt die deutschen Frauen sehen möchte heute Abend, 21 Uhr. Genau. So cool. Ich habe gestern, das war eines der besten Fußballspiele, was ich je gesehen habe. Jetzt ernsthaft. Das 8:0. Alter Schwede. Wegen des Ergebnisses. Ja, auch so, wie England gespielt hat. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss gestehen, ich bin nach der ersten Halbzeit gegangen, weil ich fand das so traurig. Das Ergebnis war denn ja klar. Ich habe ja ein englisches Fußballherz und ein holländisches Fußballherz. Oh, wie passt das denn jetzt zusammen? Englisch durch die Stimmung in den Stadien, schon relativ früh sozialisiert. Und ich stand 88 im Volksparkstadion in der holländischen Kurve. Nein. Im Halbfinale. Und seitdem habe ich ein orangenes Herz und bin immer für Holland tatsächlich. Und die Trainerin ist ja Holländerin und trainiert die englische Mannschaft. Das ist für mich die perfekte Symbiose tatsächlich. Ja, gestern ist sie aufgegangen. Ja, voll geil. Also wirklich, ich bin immer noch voll geflasht über. Man merkt das. Ja, für die Gespielte. Also wirklich, geil. Ja, ich konnte es einfach nicht mehr angucken, weil also 6:0 war echt eine Nummer und da dachte ich, komm, jetzt kannst du auch ins Bett gehen. Ja, war aber noch 8:0, zwei sind noch gefallen. Ich weiß, aber die Halbzeit habe ich ja dann nicht mehr mitbekommen, weil ich dachte, 6 werden sie nicht mehr aufholen und dann ist für mich das, da habe ich echt den Schlaf vorgezogen. Ja. Ich wollte lesen. Ich lese ja gerade unter anderem Miss Merkel und ihren Mops. Das habe ich auch nicht mehr geschafft. Ich bin ein bisschen schlapp gerade. So. Miss Merkel und ihr Mops? Ja. Kennst du das Buch nicht? Nein. Ah, das musst du lesen. Sensationell. Sensationell von Herrn Safir. Ah, okay, von diesem, ich weiß. Ja. Der auch Karma geschrieben hat. Und der hat jetzt Miss Merkel geschrieben und aus der Uckermark. Mord in der Uckermark. Also, das ist schon cool. Sehr witzig, weil ihr Mops, das darf man gar nicht sagen, aber das war alles vor dem Angriffskrieg von Putin. Ihr Mops heißt Putin. Naja, man muss es selber lesen. Es ist großartig, ist wirklich großartig. Genau. Also, Buch- und Fußball-Podcast. Entschuldigung. Nein. Aber lass uns doch zu den Fragen kommen. Ja, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Weil du gesagt hast, du spielst gar nicht mehr selbst. Also nein, du hast es so ironisch gesagt, weil du ja so viel spielst, du spielst gar nicht mehr selbst. Nein, hast aber gespielt. Nur. Auch gar nicht. Also nur in der Schule und ein bisschen Bolzplatz, was man so macht, wenn man mit Jungs unterwegs ist. Da kann man einfach nur entweder trinken oder Fußball spielen. Ich habe dann beides gemacht und dann irgendwann haben es aber die Knochen nicht mitgemacht und jetzt trainiere ich nur noch Fußballmannschaften, also nur noch Mädchen im Moment. Ja. Und bist gerade Kreismeisterin geworden. Genau. Also herzlichen Glückwunsch nämlich an dieser Stelle. deswegen die Frage eigentlich, weil du mir die Medaille vorher gezeigt hast. Ja, ich bin mega stolz darauf. Also die Mädels haben eine großartige Saison gespielt und ich bin einfach nur die Trainerin. Am Ende ist es eine Mannschaftsleistung gewesen und sie haben zu Recht gewonnen. Ja. Aber das noch einmal ganz kurz dann, weil wir eben über Joggen und Fahrradfahren und Fußball geredet haben, das tatsächlich ist das, was mich immer auch am allermeisten packt, weil es ein Mannschaftssport ist. Ja. Ich kann mich fürs Joggen nicht so begeistern, weil ich Teamplayer, also ich mag das tatsächlich in der Mannschaft zu spielen und da sich auszupowern mit 10 anderen zusammen oder 15 anderen zusammen, wie auch immer. Wahrscheinlich ist es genau deshalb, warum ich gerne jogge. Also wenn ich dann wieder losgelegt habe, im Moment fällt mir das noch ein bisschen schwer, aber ich jogge total gerne. Deshalb bin ich auch die Trainerin und du spielst ja in der Mannschaft. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Also, ja. Genau. Ja, jetzt wissen wir es. Ja. Dann ist direkt die Überleitung, weil das wäre eine Frage, die wir uns gestellt haben. Also, wir fangen mit unserer Frage an, weil Herr Grosse-Brömer, der war ja vor 2 Wochen mit Lea hier im JuzDigi, der hat über den FC Bundestag gesprochen. Es gibt ja eine Fußballmannschaft, des Bundestages und deswegen auch so ein bisschen die Vorfrage, ob du selbst gespielt hast und ob du dir vorstellen könntest, dann in den FC Bundestag zu wechseln und ob wir hier so ein bisschen das Transfermarktfenster sein könnten, um dich in die Mannschaft reinzubringen. Witzig, die Frage bekomme ich häufiger, auch von dem Schalke-Fanclub, den wir ja auch im Bundestag haben. Nee, ich schaffe das nicht. Also ich bolze gerne und ich spiele auch gerne, aber die Zeit habe ich in Berlin dann einfach nicht, weil ich dann tatsächlich mich lieber zurückziehe und dann während die Herren und auch die paar Mädels, die ja da mitspielen, trainieren, lese ich lieber Miss Merkel. Ja.
Oder guck Fußball. Wie? Genau. Also kein Transferfenster. Sorry. Ja, schade. Vielleicht hätten ich. Wäre so unser Einstieg in die Fußballberaterbranche gewesen, so ein kleines bisschen, aber ja, das ist dann auch gescheitert. Schade. Ja. Guckst du auch, also guckst du die WM? Willst du die WM gucken? Die WM, ja. Die in Katar meinst, ja. Du? Boah, ich fände es schon schwierig. Also ich werde sie gucken, weil es Fußball ist. Zwar nicht so ein guter Fußball wie der Frauenfußball, aber ich werde es gucken. Wie lange ist die Frage? Weil es ist schon A, Katar, B, ist alles, was da drumherum gerade passiert, ein bisschen also fragwürdig sowieso. Und auf der anderen, im Winter, also in der Weihnachtszeit Fußball gucken, das ist schon etwas, was ich selber mir gerade schwer vorstellen kann. Ja. Guckst du? Weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich ja, weil es Fußball ist und weil man dann am Ende dann doch da sitzt und weil man ja auch ein Junkie ist irgendwie. Also wirklich, ich fand die EM letztes Jahr der Herren auch albern, weil es ja auch eine Superspread-Organisation war ohne Ende, weil es ja eigentlich albern war, das stattfinden zu lassen, vor Zuschauern zumindest. Und war bei der Eröffnungsfeier dabei und dann Rückfall, alles geguckt, klar. Ja, ja. Ist Fußball und eben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dieses Mal, aber all die Punkte, die du angesprochen hast, sehe ich auch so. Es ist total Quatsch und ich würde auch immer noch sagen, ja, wenn es dann, also was ich immer denke, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, ich glaube, dass 1954 auch die anderen Mannschaften nicht unbedingt Bock hatten, gegen Deutschland zu spielen. Und das Verbindende kann ja auch ein Thema sein, was ein Turnaround kriegt zu einer besseren Geschichte. Das ist so, ja. Wie man sich das versucht, schön zu reden vielleicht. Aber es ist ja oftmals so, das kann durchaus was bewirken. Es wäre schön, wenn das dann dabei rauskommen könnte. Richtig. Am Ende, ja. Sport ist verbindendes Element. Ja. Weil wir eben angesprochen haben, Herrn Grosse-Brömer, der ist ja auch in Berlin für den Landkreis Harburg. Also ihr seid beide im Bundestag und kommt beide aus dem Landkreis Harburg. Gibt es zwischen euch einen Austausch? Ja, die Frage ist, wie definierst du Austausch? Es ist nicht so, dass wir jede Woche miteinander telefonieren, um zu gucken, was können wir für den Landkreis Harburg gemeinsam in Berlin hinbekommen. Aber es ist schon so, dass wenn es den Landkreis betrifft oder wenn es gemeinsame Dinge betrifft, dass wir uns schon austauschen oder auch zusammen für den Landkreis einstehen. Also jetzt zum Beispiel die Alpha-I-Variante, Y-Trasse, die ganze Diskussion, da gibt es auch gar keine Diskussion zwischen uns beiden. Also ist ganz klar, ja. Dass, wie wir ausgerichtet sind. Und ansonsten haben wir auch ein gutes Miteinander. Wir haben politisch einfach andere Einstellungen, aber menschlich kommen wir gut miteinander zurecht und wir halten uns auch an der einen oder anderen Stelle auf dem Laufenden. Ja, weil es ähnlich, also ich wollte tatsächlich auf diese Bahngeschichte hinaus, weil es betrifft ja auch noch zwei, drei andere Landkreise und ob es da auch noch so einen Austausch gibt. Ja, ja, es geht um die Sache. Ja. Und da sind wir uns einig und wenn es um die Sache geht, dann werden wir auch über die Landesgrenzen hinweg oder Landkreisgrenzen oder welche Grenzen dann auch immer zusammenarbeiten müssen, werden wir dann auch aktiv und von daher, ja, so ist das. So verstehen wir beide auch Politik. Also ich glaube, so, ja, natürlich. Du nix. Ja, also. Ja, ich verstehe das auch ganz genauso und ich verstehe es auch letztlich so, wenn man wir bei der Rezo. Also wir arbeiten ja für die Rezo-Fabrik. Wir haben natürlich auch Standorttreffen von verschiedenen Fachbereichen sozusagen, aber wir in Salzhausen treffen uns auch nicht regelmäßig, aber schon dreimal im Jahr, so um sich einfach auszutauschen, was wer so macht. So verstehe ich eigentlich alle Arbeitszusammenhänge in größeren Arbeitskontexten. Ja. Und mehr, also was anderes ist im Bundestag ja auch am Ende des Tages nicht. Ja, genau. Also so. Es ist zwar nicht so, dass Herr Grosse-Brömer und ich uns dann verabreden, aber es ist tatsächlich so, wir nutzen dann das Telefon, weil wir sind ja zu zweit, das geht ganz gut. Ja. Das war eine Frage, die auch an euch beide fast im selben Wortlaut ging und weil wir bei Instagram die Fragen ja sehen können, wer sie gestellt hat, wissen wir auch, dass sie von derselben Person kommt. Gibt es Freundschaften im Bundestag und insbesondere gibt es Freundschaften zu Leuten aus anderen Parteien, wo man jetzt erstmal gar nicht vermuten würde, dass es da eine besondere Connection gibt? Ja, natürlich. Also es ist, was ich ja vorhin schon sagte, wir haben am Ende unterschiedliche politische Meinungen zu Themen, zu Schwerpunkten oder zu, weiß ich nicht, zu Herausforderungen. Aber dahinter ist immer noch der Mensch. Und natürlich haben wir Freundschaften über Parteigrenzen hinaus. Also
zur FDP, genauso zu den Grünen oder zur CDU, CSU. Auch nach der Großen Koalition redet man ja miteinander. Und auch im parlamentarischen Arbeiten, wenn wir in Diskussionen sind oder so, das ist wie im wahren Leben, wie im Unternehmen. Es gibt Leute, mit denen kannst du und da interessiert gar nicht, woher sie kommen. Und es gibt Leute, mit denen kannst du nicht und die können auch in einer eigenen Fraktion sitzen. Also von daher, so ist es. Man trinkt ein Bier anschließend und es ist gut. Oder ein Wasser oder ein Tee oder gerne auch einen Kaffee. Und tauscht sich aus und überlegt, diskutiert, aber auch über tatsächlich familiäre Dinge oder private. Und manchmal entwickelt sich das tatsächlich dahingehend, dass man von einer Freundschaft sprechen kann, die auch einsteht. Und manchmal ist es aber einfach eine oberflächliche Bekanntschaft. Mit wem wärst du so am besten aus einer anderen Koalition oder anderen Partei? Befreundet? Ja. Ach Gott, ich bin zum Beispiel momentan befreundet. Gut, du bist gut mit. Ja, also zum Beispiel mit den beiden Brandenburgs aus der FDP, also Mario Brandenburg zum Beispiel und auch Jens Brandenburg, sind jetzt beides parlamentarische Staatssekretäre in unterschiedlichen Häusern. Der eine in Bildung und der andere ist für Digitales zuständig, für die KI, auch im Bildungsbereich. Mit denen bin ich relativ gut befreundet. Es gibt auch aus meiner eigenen Fraktion Susanne Rüdrich, die ist jetzt Kinderbeauftragte in Sachsen. Die war eine Zeit lang mit dem Bundestag, ist jetzt aber dann auch rausgegangen, ganz freiwillig. Bei der CDU, CSU gibt es zum Beispiel, gerade bei der CSU ist das Alois Rainer, mit dem habe ich lange den Familienhaushalt diskutiert und bearbeitet in der letzten Legislatur. Wir haben auch ein relativ gutes freundschaftliches Verhältnis und das ist wichtig, dass man das hat, auch über die Grenzen hinaus. Und innerhalb der eigenen Fraktion gibt es noch ganz viele Menschen, mit denen ich mich privat austausche und auch teile. Einer ist leider gerade aus dem Bundestag rausgeflogen, der ist in Hamburg aktiv, aber Matthias Bartke, aber nach wie vor haben wir den Kontakt. Also auch wenn er nicht mehr im Bundestag ist, haben wir trotzdem noch den Kontakt und tauschen uns aus oder treffen uns, weil ja auch vieles heißt, bist du nicht mehr Abgeordneter, bist du raus aus dem Kopf. Das ist zumindest bei mir nicht so. Ich habe mal gelesen, dass Markus Söder und Claudia Roth Pickepacke sein sollen. Das kann durchaus sein. Wo man ja denkt, also das sind so die beiden Enden von toxisch männlich und alles, was so, ja. Nach außen scheint es immer so, weil es auch viel durch Medien natürlich gemacht wird. Aber tatsächlich gibt es hinter dem Menschen Politiker auch einen Menschen Mensch. Und die beiden können miteinander ganz gut matchen, mit Sicherheit, Söder und Roth. Ja. Außerdem kommt ja sowieso R nach S, also passt ja auch nach dem, alles gut. R und S. Ja. Dauert ein bisschen. Ja, kein Problem. Es ist aber auch warm und. Es ist auch die weibliche Intuition und Logik so. Von daher. Ja. wer ist der lustigste Kollege im Bundestag? Der lustigste? Boah, wenn mir jetzt nicht sofort was einfällt, dann hört sich das auch komisch an. Aber mir fällt der lustigste. Ich nicht. Der glaube ich schon sehr prägend ist, ist Kubicki, weil der einem immer den Ton abschaltet. Und gestern hatte ich eine Hybridveranstaltung, weil mein Kollege leider erkrankt ist, deswegen mussten wir alles hybrid machen. Und dann hat Günther Meschkat immer den Ton reguliert und dann ist es tatsächlich schon so, machst du gleich den Kubicki und drehst mir den Ton ab. Also der hat schon etwas in Gang gesetzt mit seiner Art, der Herr Kubicki. Und von daher, er ist immer jemand, der auch zum Späßchen in der Nacht durchaus bereitet. Aber wie, der stellt den Ton ab? Naja, du hast ja eine Redezeit. Ne? Du hast irgendwie, du darfst 3 Minuten und nach 3 Minuten siehst du dann in deinem Display ganz laut, aufblinken in Rot, Präsident, Präsidium, Präsidium, Präsidium. Das heißt dann, du musst jetzt zum Ende kommen. Und wenn du das nicht machst, dann bekommst du von Herrn Kubicki einmal ermahnt, so von wegen, kommen Sie jetzt bitte zum Ende. Und wenn du das dann immer noch nicht machst, dann stellt er dir den Ton ab. Und dann kannst du reden, aber es wird nicht mehr übertragen. Und das ist dann meistens auch zur nachtprägenden Zeit, weil es gibt ja auch so gerade die Donnerstagssitzungen, die sind ausgelegt bis 1, 2 Uhr. Und damit wir auch wirklich dann spätestens dann fertig sind, gibt es Leute, die müssen dann ein bisschen Zug da reinbringen. Und das macht der Herr Hubicki sehr gerne und mit voller Leidenschaft. Aber ist doch gut. Aber dann heißt es im Sprachgebrauch tatsächlich, pass auf, der macht gleich den Kubicki, das passiert, oder die macht gleich die Kubicki. Das ist dann oftmals, wenn Claudia Roth auch so durchgreift.
Ich habe gerade den Kubik gemacht. Ah. Ich habe den Ton abgedreht. Ja, yeah, und ich habe es nicht mitgedreht. Ja, kleiner Witz. Also Entschuldigung. Kein Ding, ich kann damit umgehen. Musst du den Satz noch einmal sagen, weil ich dir den ja weggedreht habe. Ich weiß gar nicht, was mein letzter Satz also, war. Also ich finde es ja gut. Also wenn die Redezeit 3 Minuten ist. Ach so, ja, ich finde es gut, wenn Menschen den Kubigi machen und sehr resolut sind. So, weil eine Redezeit ist ja da, um sie einzuhalten und nicht zu überziehen. Ja. Und es gibt zum Beispiel auch Kolleginnen aus der letzten Legislatur, das war die Familienministerin, die hat auch gerne überzogen und dann musste ich spontan meine Rede auf 2 Minuten kürzen oder so und hatte vorher aber 5. Und dann musst du irgendwie entweder schneller reden oder nur die Hälfte. Das wird schwierig dann. Ja. Von daher Redezeit einhalten, sonst leiden andere. Ja. Ist ja auch nur fair den KollegInnen gegenüber. Also ja, klar. Absolut, absolut. Ja. Weil du gerade über die Reden sprichst, schreibt man die selbst oder hat man da jemanden, der für einen zumindest Stichpunkte erarbeitet? Oder also die Frage wäre noch mehr, wo bekommt man Informationen her über Themen, die einem vielleicht erstmal nicht so von seiner Ausbildung, von seinem Fachbereich liegen? Also das ist total unterschiedlich, was die Reden betrifft. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die machen sich während der Debatte Stichpunkte und gehen dann nach vorne und sagen was. Ja. Das gibt es. Es gibt aber auch, dazu gehöre ich habe immer einen Redenentwurf von meinem Büro und dann arbeite ich an diesem Redenentwurf meine Rede und kann die nachher einfach, ohne dass ich sie ablesen müsste. Und es gibt einfach Kolleginnen und Kollegen, die schreiben sie von vornherein alleine, weil sie sich sicherer oder besser dadurch fühlen. Und wie man die Informationen bekommt, dadurch haben wir ja A-Mitarbeiter, aber auch Fraktionsmitarbeiter, Fachkollegen, die sich auskennen, da ruft man an oder recherchiert. Es gibt ja auch diverse andere Tools, die man nutzen kann, um Informationen zu bekommen. Also wir haben ein vielfältiges Spektrum an Möglichkeiten. Und mit wie viele Mitarbeitende hast du? Insgesamt habe ich 6 Mitarbeitenden, aber die sind nicht alle Vollzeit, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und plus dann die Praktikantinnen und Praktikanten, ich biete das ja jedem an, ein Praktikum bei mir zu machen oder auch jeder. Und das ist völlig egal, ob Schülerinnen und Schüler, Studenten oder Studentinnen, aber auch eben tatsächlich Unternehmerinnen und Unternehmern. Weil ich finde, es ist immer total einfach, über Politiker zu sagen, oh, das ist ein einfacher Job und das kann jeder oder ist ja total, ne, machen sich eine so ein Leisure-Pleasure-Leben. Ja. Das sagt man ja auch von Lehrerinnen und Lehrern. Und wenn dann aber Unternehmer oder Unternehmerinnen bei mir sind und das mal mitgemacht haben, eine Woche oder gerne auch 2, dann merken sie erst, oh, das ist ja leichter gesagt als getan und das stimmt, ja. Deswegen ist jeder herzlich willkommen, sich das mal anzuschauen. Wir werden das tatsächlich mal mit aufnehmen. Wir schreiben ja mit KollegInnen von uns bei PACE, die gehören auch zur Reso, ab und zu mal, also wir schreiben regelmäßig Lebensläufe, Bewerbung und was so dann Übergang, Schule, Beruf betrifft. Wir haben das auf unserer heißen Nadel, um mal Leuten zu sagen, guck mal, das wäre auch interessant. Wie gesagt, jederzeit immer gerne. Es ist ja auch tatsächlich so, in Berlin können wir ein freiwilliges soziales Jahr Politik anbilden, auch da. Ich habe immer einen freiwilligen sozialen, also ich habe immer jemanden, der ein freiwilliges soziales Jahr machen möchte und man muss es nutzen. Also man muss es, glaube ich, einmal erleben, um zu verstehen, um auch zu gucken, ob das mein Ding ist. Ja? Nicht jeder kann mit Menschen umgehen oder mit Menschen ständig kommunizieren und stellt vielleicht fest, ein Politiker zu sein, ist gar nicht so einfach, weil man bekommt auch viel Frontwind, das muss man aushalten können. Aber vielleicht ist der Job dahinter, ne? Also als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, vielleicht ist das ein Job, den man machen möchte und der interessant ist. Und deswegen gucken, ausprobieren, erleben und dann entscheiden. Ja. Ganz einfach. Gibt auch manchmal also, Geld. Ja? Ja, klar. Also, führen wir jetzt keine... Nein, wir führen jetzt... Ich will nicht über Zahlen reden. Das kann man im Einzelfall ja mit dir besprechen, wenn man sich für ein Praktikum interessiert. Richtig. Dann werdet ihr, wen wir da vermitteln oder wer sich dafür interessiert. Genau, einfach E-Mail schreiben, darüber fertig. Reden. Genau. Mhm. Vielleicht kannst du da Transfer und so Fenster, you know? Ja, aber das ist auch schwierig, wenn das meine Chefin rauskriegen würde, dass ich da irgendwie probiere. Nein. Mhm. Was wären so Aufgaben von deinen Mitarbeitern?
Oh, das ist kommt drauf an, ob du in Berlin Mitarbeiter bist oder ob du Mitarbeiterin zum Beispiel im Wahlkreis bist. Das ist, ist ganz unterschiedlich. In Berlin bist du sehr stark damit beschäftigt, die Ausschüsse vorzubereiten, Termine vorzubereiten, also A, zu organisieren, aber auch vorzubereiten, gerade die ganze fachliche Richtung. Also wenn ich mich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Vereinigung von irgendwas treffe, dann macht es natürlich Sinn, ein bisschen vorbereitet zu sein, welche Fragen wollen wir stellen oder sollte ich stellen, um ein Ziel zu erreichen. Du bist mit der Aufbereitung von Ausschuss- und AG-Arbeiten ziemlich beschäftigt, aber auch mit der ganzen Organisation, wenn Besuchergruppen aus dem Landkreis kommen, Fototermine, Interviews, also das ist schon total spannend und dadurch, dass ich den Haushalt mache, ist es jetzt gerade vorbereitend, Haushalt im Sinne, ich mache ja Gesundheit, also welche Themen in Bezug auf Gesundheit müssen 2023 gut ausfinanziert werden, damit wir auch nach wie vor ein gutes Gesundheitssystem haben oder damit wir auch nach wie vor eine gute Pflege bereitstellen können, was Aufgabe an der einen oder anderen Stelle des Bundes ist. Und auf der anderen Seite auch viel Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, weil ich bin ja zusätzlich noch in der Landesgruppe. Also dann bin ich AWO, bin ich die Vorsitzende der AWO-Parlamentariergruppe. Das heißt also, alles, was mit der Arbeiterwohlfahrt zu tun hat, muss koordiniert werden. Ich bin Vorsitzende des Müttergenesungswerkes, da gibt es also viel Terminkoordinierung. Und auf der anderen Seite, hier im Landkreis, ist das so, Termine hier. Also was ist interessant, was möchte ich mir angucken? Ich war gestern bei der Initiative Menschlich, die sich in erster Linie mit Demenzerkrankten auseinandersetzt, zu Pflegende, aber eben auch diejenigen betreut, um denen, die Demenzerkrankte pflegen, auch eine Auszeit zu geben. Das ist alles ehrenamtlich. Und als ich das in der Zeitung gelesen habe, dachte ich, das möchte ich mal besuchen, ich möchte das mal, das interessiert mich. Und dann ist das Büro da angehalten, eben einen Termin zu machen und vorzubereiten. Aber das Büro macht auch den Social-Media-Kanal, schreibt auch Texte für Pressemitteilungen, guckt, ob, wenn ein Förderprogramm aufgestellt wird, was wichtig ist für den Landkreis, jetzt haben wir Denkmalschutz zum Beispiel, dann auch die Bürgermeister zu informieren und die Bürgermeisterinnen, aber auch die Kreisvorsitzenden, dass jeder weiß, da gibt es etwas, da kann jeder partizipieren. Und meine Aufgabe, finde ich, ist nicht nur meine Fraktion darüber zu informieren, sondern alle darüber zu informieren, damit jeder die Möglichkeiten hat, an Gelder zu kommen, die ja für alle da ist. Und mein Büro darf sich mit Bürgeranfragen auseinandersetzen und an der einen oder anderen Stelle ist das dann so, dass sie die Bürgerfragen beantworten und ich dann den Entwurf sehe und sage, ja okay, so kann ich mir das vorstellen, darf die Bürgeranfrage raus oder die Antwort. Es ist aber auch so, dass manchmal lese ich etwas und sage, ich möchte lieber mit dem Bürger telefonieren und der Bürgerin. Und das ist ganz häufig so, dass ich lieber telefoniere oder sie treffe, weil ich bin nicht so eine Freundin von Brieffreundschaften. Kann ich voll verstehen. Ja. Wenn ich da anrufe, dann muss ich mir erstmal anhören, wie, sie rufen mich an? Ja, steht in meinem Kalender, dass wir telefonieren. So. Ja. Und dann ist es aber einfach besser, weil Fragen, Gegenfragen, Antworten, nochmal eine Frage und dann kann man bis ins kleinste Detail alles beantworten und das ist wichtig, finde ich. Ja. Eine Frage hast du gerade selbst mit beantwortet, ob du deinen Account selbst führst. Ich glaube, du bist auf Facebook auch, aber da ist ja kein Jugendlicher mehr sozusagen, aber Instagram haben wir ja gesagt, mit den Kaffeetassen. Also das machst du ja wahrscheinlich alleine, deine Kaffeetasse morgens? Ja, es gibt einige Punkte. Immer wenn Kleinschreibung ist, bin ich das. Also wenn ich alles kleinschreibe, dann mache ich das. Und wenn aber die Rechtschreibung beibehalten wird, dann ist es das Büro. Aber das wissen auch nur diejenigen, die das jetzt hier nicht. Also die es hören und sehen, die wissen es und die anderen wissen es jetzt nicht. Nee. Ich hätte jetzt auch gesagt, Hühner-Content ist auch tendenziell von dir und nicht von... Richtig. Ja. Ich liebe meine Hühner. Und meine beiden Hähne auch. Es sind jetzt Gott sei Dank nur noch zwei, es waren mal drei. Und wer noch einen Hahn braucht, nicht zum Essen, sondern eben für seine Hühner, der darf sich gerne bei mir melden. Zwei sind einfach zu viel. Zwei Hähne. Ja, ich verstehe schon. Ja. Wir haben ja auch in der Corona-Zeit, also ich zu Hause mit Hühnern angefangen. Ach, und tatsächlich auch, ja, und tatsächlich auch schwedische Blumenhühner, die hast du ja, glaube ich, auch, ne? Nee, habe ich nicht. Es sollte ein Blumenhuhn werden und dann war es ein Seidenhuhn. Okay. Ah, super. Ja. Also, Fußball, Kleintier, Klein. Bist du denn auch im Nutztierverein? Nein, gar nicht. Gar nicht? Wir haben, nein, ich fand einfach nur, also,
Wieso bist du denn nicht immer ein Kleintier? Ich bin nicht so der Vereinsmensch, muss ich tatsächlich sagen. Ja, aber... Ich wollte es einfach haben. Ich fand die Grundidee dahinter, Lebensmittel wegschmeißen, finde ich blöd. Absolut. Wenn die ein zweites, also wenn Lebensmittelreste ein zweites Leben kriegen könnten durch Hühner. Das war so das. Ich bin halt gar nicht so der Tierfreund. Ich finde das eher anstrengend. Aber in dem Fall finde ich gut. Also und mit Kindern ist gut. Also mein Sohn ist 8, meine Tochter ist 4. Die sind die ganze Zeit mit den Hühnern rum am Machen. Und das ist ja auch ganz, ganz, also finde ich wichtig, finde ich gut. Verantwortung und man muss das abschließen, man muss das sauber machen und alles pipapo. Und ich fand den Aspekt gut, Lebensmittel nicht wegzuschmeißen, sondern die zu verfüttern. Ja. Weil es bleibt immer irgendwie was liegen, Frühstück, dies, das. Also, und das finde ich immer, fand ich immer blöd, das wegzuschmeißen und das in die Mülltonne zu tun. Und ja. Das ist schon cool, ne? Und die essen ja fast alles. Die essen eigentlich alles. Die dürfen auch alles. Also Fleisch dürfen sie nicht, weil sie es dann anfangen, selbst zu essen. Aber auch selbst das, also ich habe gestern einen Dönerreste reingeschmissen, die gehen dann auch weg. Und mal darf man das auch, habe ich nachgelesen. Genau, also sie dürfen nur keine Tomaten. Und die essen sie auch nicht, da gehen sie auch nicht bei. Bist du sicher? Ja. Okay. Weil die liegen bei Nein, also tatsächlich, nein. Es sind Diskussionen. Andreas schmeißt die Tomaten nicht da rein, die fressen die nicht. Aha. So, dann tue ich die unter den Salat und schmeiße sie doch rein. Weil ich habe ja keinen Bock, das zu trennen und vom, so. Ja. Ja. Und die liegen dann da noch am nächsten Tag. Ah, cool. Die scharren sie dann irgendwann unter und dann sind sie weg, aber die essen die echt nicht. Ach, cool. Ja, ich habe es gar nicht erst wirklich probiert. Also von daher, ich habe ja so ein cooles, ich habe mir ein cooles Buch geholt. Da ist ja so eine Chicken-Frau aus in Amerika. Das ist ja die Nummer 1 da. Und sie hat auch gesagt, also sie hat geschrieben eben, die dürfen keine Tomaten. Und dann habe ich gar nicht erst probiert, ob sie Tomaten dürfen oder nicht oder wie auch immer, sondern die Tomaten gleich raussortiert. So. Ich bin halt immer Autodidakt und glaub das immer erst nicht. Und ja. Also sie gehen da wirklich nicht bei. Ist ja cool. Ja. Das ist ja cool. Nee. Ja, Hühner, ich liebe Hühner. Also tatsächlich, und seitdem schmeißt man zwar, also es ist ein gutes Gefühl, finde ich, weil wirklich weniger auch im Biokompost landet voll. Bei uns. Noch weniger natürlich im Müll. Und auf der anderen Seite bekommst du frische Eier. Also die schmecken definitiv anders. Und die sehen auch anders aus. Ja, ist keine Einbildung. Die schmecken, voll anders, klar. Voll anders. Und wenn ich mir angucke, wie jetzt auch so diese Hühnereier hochgeschnellt sind, Bio-Hühnereier, kosten 50 Cent das Stück. Ja. Hammer. Das ist echt ein Hammer. Ja. Und jetzt schätze ich das noch mehr. Ja. Hühner sind coole Sachen. Coole. Und die sind auch so coole Tiere. Das ist echt so. Ich finde die auch manchmal so. Also, ich finde die. Ich könnte mich totlachen, wenn die dann gluckig sind und so ein Porzellanei glucken. Dann denke ich mir echt immer, ihr seid also, Hühnerverstand kommt auch doch nicht von ungefähr so. Aber ja, ist ja auch gemein eigentlich. Ja, es aber, ist so gemein, ja. Und die saß fast 3 Wochen auf dem Ding. Ist sie denn freiwillig runtergegangen? Ja, irgendwann ist sie runtergegangen. Okay. Guadeloupe. Das finde ich finde, also wir haben auch Deko-Eier da drin. Einfach. Wegen der, ne, du nimmst dir immer wieder die Eier raus, damit sie nicht irgendwie depressiv werden. Aber dann fing unsere auch an zu glucken und dann haben wir ihr aber auch die Porzellaneier rausgenommen, weil ich konnte das nicht ertragen. Und es gibt ja eine charmante Lösung, wie man die Hühner dann auch abtrainiert von, also nicht abtrainiert, aber ihnen signalisiert, dass das jetzt nicht richtig ist, was sie macht. Oder sagen wir mal so, dass es jetzt gerade nicht so cool ist, wenn sie es macht. So. Ja. Nee, die hat von alleine aufgehört und dann war gut. Aber ihr habt Blumenhühner, ne? Ja. Ja, ich habe Seidenhühner. Ja. Also wir haben Seidenhühner und New Hampshire. Und Seiden sind ja so sozial. Das ist ja, die nehmen ja auch die Eier der anderen, weißt du? Und auch übernehmen auch die Küken der anderen. Okay. Und so, ja. Also so tief bin ich nicht drin im Chicken-Business. Es ist so. Ich habe schon überlegt, ob ich, wenn ich nicht mehr im Bundestag sitze, ob ich dann Hühnerfarmerin. Nein, sondern auch auf die Hühner von anderen aufpasse, weil ich erlebe das jetzt gerade, wenn man in Urlaub möchte und Hühner hat, ist das gar nicht so einfach. Ja. Finde mal jemand, der sich um Hühner kümmert. Tatsächlich gibt es auch jemanden, der, also es gibt, man kann Hühner vermieten. Genau. Wo Leute zugucken, um runterzukommen. Ja. Also so gestresste Bundestagsabgeordnete oder so. Nein. Ach, deswegen habe ich Hühner. Ja. Ah. Und das muss ich ja sagen, es stimmt ja wirklich. Wenn du die rauslässt und die nicht in ihrem Gehege sind, sondern wenn die im Garten rumsitzen, kannst du dich daneben setzen und zugucken. Und es ist tatsächlich, man kommt wirklich runter. Ja. Es ist kein Schwachsinn, also stimmt der wirklich. Ja, das ist ja fast wie so ein Rasenroboter. Genau. Ne? Ist ja auch so, habe ich gehört. Ja, aber ja. Ich muss immer aufpassen und sagen, ich würde jetzt nichts über Rasenroboter sagen. Wer das haben soll,
will, kann das haben. Ich finde es, brauche ich nicht. Ja, das mag durchaus sein. Jeder so, wie er es braucht. Ja. Wir haben es. Deswegen bin ich ja wahrscheinlich auch so entspannt, weißt du? Weil ich einen Rasenroboter angucken kann. Und Hühner dazu. Und Hühner. Ja. Bin ich total entspannt, ja. Aber Hühner sind schon coole Tiere. Die sind so sozial. Das ist echt der Hammer. Und wenn die dann gackern. Das ist herrlich. Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich werde wahrscheinlich nach meinem Bundestagsmandat jemand sein, der freiwillig sich anbietet, auf andere Hühner aufzupassen in der Ferienzeit, weil das ist wirklich schwierig, jemanden zu finden, der sich auch um die Hühner kümmert. Nachbarschaftliche Netzwerke. Ja, das ist das eine. Ja, sowieso. Aber wir haben welche. Frage ist, ob andere auch welche haben. Nachbarschaft, die dann auf die Hühner aufpassen. Weißt du? Und da ja Hobbyfarming immer moderner und cooler wird und wichtiger und sowieso, könnte das eine Anschlussverwendung für mich sein. Ich muss ja schon Plan B haben, man weiß ja nie. Ja, aber jetzt ist ja, die Wahl ist ja gerade ein Jahr her. Also ja, 3 Jahre ist ja safe. Ja, genau, 3 Jahre ist safe. Nicht, also wenn alles gut läuft, ja. Es gab auch schon mal Neuwahlen, habe ich gehört. Nein, aber es ist immer gut, mit Plan B schon mal zu starten auch, und vielleicht bis dahin auch dann D zu haben, weißt du? Ja. Damit man nicht ins Loch fällt. Chicken Farm, Stadler und Co. Ja, oder? Oder so. Ja. Wohnst du? Wie lange kann man das abrufen? 2. Ja, wir auf YouTube ist ja, also im Zweifelfall können wir schneiden. Also, ach gut. Sonst 2 Wochen auf Twitch. Und meine Kollegin schreibt gerade, das werden wir in Sprachgebrauch übernehmen, den Kubiki machen. Ja, sensationell. Ja. Ja. Also bei uns im Bundestag ist das schon so, tatsächlich. Muss man mal drauf achten, wenn man Plenarsitzungen verfolgt. Das ist so. Ja. Ich überlege gerade, nee, es gab doch mal, war das nicht so, dass der, Entschuldigung, du guckst, also ich muss überlegen, weil es im Zweifelsfall politisch sein könnte, ist es aber gar nicht, weil es den Kubicki machen ist. Er hat doch Gauland mal den Ton abgedreht und er hat sich so fürchterlich darüber aufgeregt. Kann das sein? Oh, das weiß ich nicht. Also irgendwas war da. Wie gesagt, das weiß ich nicht. Da war ich dann zu dem Zeitpunkt nicht im Plenum. Oder ob es Frau Weidel, also irgendwie jemand von der AfD und die haben sich fürchterlich darüber beschwert und dann war es aber so, aber er macht es halt immer. Genau, und dann er hat macht man, es immer. Ja. Und dann war es halt nicht so, ja nicht, also die Opferrolle hat in dem Fall nicht gezogen, weil man das begründen konnte, dass es immer passiert. Also jetzt erinnere ich mich auch, das stimmt, da war auch mal was. Ja. Wie gesagt, es kann durchaus sein, aber wie gesagt, er macht es immer bei jedem, völlig egal, welche Fraktion, ob alt, ob jung, ob neu, ob schon ewig dabei, das spielt bei Kubicki keine Rolle und das ist auch gut so. Ist auch rigoros. Wohnst du in Berlin? Ja, ich wohne in Berlin. Und natürlich im Landkreis. Aber ich habe in Berlin eine Wohnung. Eine kleine Einzimmerwohnung. Für mich war immer wichtig, also es gibt ja auch Kollegen, die im Hotel wohnen. Das könnte ich überhaupt nicht. Und für mich war immer wichtig, wenn ich in Berlin bin, dann brauche ich meine eigenen 4 Wände und ich brauche eine Badewanne und eine Waschmaschine. Und das habe ich jetzt mitten in Berlin. Und vor mir, vor meiner Wohnung ist so hier Polizeidistrikt 3. An der Seite irgendwie in der Nebenstraße ist die Abschiebehaft und hinter mir ist der Jugendknast. Also total sicher. Wohne ich da. Ohne WLAN. Wie? Habe ich nicht. In meiner Wohnung. Echt? Ja. Aber ich lebe. Ich okay. überlebe das. Tatsächlich. Ich habe ein Radio. Aber es gibt doch in Berlin, also es ist, glaube ich, 3 Jahre her oder 2 Jahre, dass ich mal in Berlin war, aber es ist doch, eigentlich hoffe ich doch, dass es ganz viel freies WLAN gibt mittlerweile überall. Also ich weiß, dass es... Bei mir nicht. Also gibt es bestimmt überall und an vielen Ecken. Und da ich aber in einer Wohnung im Hinterhof wohne... da strahlt dann nichts mehr da hin. Da strahlt nichts mehr hin, nein. Und, schade eigentlich, ne? Hat auch Vorteile. Ja. Ja. Wir waren im Osterferien auf Sardinien, wo du im kleinsten Ort, der eigentlich schon kaum noch Fernsehanschluss hat sozusagen, aber da gibt es überall freies WLAN. Da denke ich manchmal, da könnte Deutschland auch nochmal so ein bisschen, Deutschland, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Deutschland ist ein Entwicklungsland, was das betrifft. Also es ist Steinzeit vielleicht. Oder so. Ich meine, er kommt auf dasselbe raus, aber ja, gibt es noch viel zu tun. Ja. Also ich liebe auch tatsächlich, wenn man das Handy ausmachen kann und keinen Empfang hat und Badewanne, da wäre es auch ein Match, das finde ich auch mit dem Buch in der Badewanne, beste Leben. Mhm. Und kein WLAN zu haben, klar. Mhm. Aber manchmal denke ich,
es gibt Länder, die, sie haben uns da meilenweit überholt. Ja, aber dafür brauchst du nicht nach Sardinien. Also ich meine, das hast du, wenn du Richtung Norden fährst. Ich meine, ja. Ne, Schleswig-Holstein verlässt du die Grenze Richtung Dänemark, schwupps, ist gigantisch. Ja, ja, ja. Und das ist im Süden fast genauso. Also es ist egal, ja, wo du, also überschreitest du die deutsche Grenze in das Nachbarland, dann wow. Und wenn man jetzt ganz kurz auf die Ukraine, ich meine, die Schutzsuchenden kommen zu uns und die sind bestens digital ausgestattet. Echt alles digital auf ihrem Smartphone. Ich weiß. Ja. Also bei uns wohnt ein junger Ukrainer bei uns im Wohnzimmer seit Anfang April. Im Wohnzimmer? Bei euch? Ja. Also wir haben das als Gästezimmer sozusagen umfunktioniert. Ja. Und haben noch, also alles gut, das passt platzmäßig bei uns zu Hause. Und der studiert online in der Uni Kiew. Wahnsinn. Von aus meinem Wohnort zu Hause, ja. Schon irre, ne? Ja. Das würde es andersrum nicht so. Andersrum würde es nicht funktionieren. Nee, das hast also, du mir jetzt gesagt. Das könntest du ja dann, wäre so eine Anregung aus dem Landkreis Harburg. Und wir sind ja im Medienzentrum hier, wo es um Medien geht. Also wenn du das noch ein bisschen pushen könntest, wenn wir dann auf Wünsche von uns aus dem Landkreis Harburg an den Bundestag. WLAN-Ausbau. Ja, ich gebe das sofort weiter an die beiden Brandenburgs. Sind die, ja, genau, hast du ja gesagt. Ja. Sind die Schnittstellen. Ich finde, die können mal was tun. Ja. Und also, das heißt, du wohnst in Berlin, hast da deine Wohnung und abends macht man Party in Berlin, oder? Ich bin tatsächlich ja eher so dieses ruhige Mäuschen. Und ist tatsächlich so, dass ich dann lieber zu meinem Lieblingsitaliener um die Ecke gehe. Also ich fahre ja auch meistens mit dem Fahrrad in den Bundestag oder ich laufe auch gern. Das ist eine halbe Stunde, ganz normal. Und dann kommt man früher oder später bei meinem Lieblingsitaliener um die Ecke vorbei. Und dann kehre ich da einfach gerne ein und esse dann eine Pizza oder auch gerne mal eine Pasta. Und das, er ist, und trotz dass er HSV-Fan ist und ich Schalke, können wir gut miteinander umgehen. Und von daher ist wahrscheinlich also das Mediterrane, was uns verbindet. Ja. Und pendeln wäre keine Möglichkeit. Nee. Nicht bei, weißt du, wenn ich den Zug benutze, hat der Zug grundsätzlich Verspätung oder fällt aus, aber grundsätzlich Verspätung. Und jetzt stell dir das mal vor, ich müsste täglich pendeln. Das ist verlorene Lebensqualität in dem Fall. Obwohl ich tatsächlich. Wobei es ja fast hinkommen könnte mit der. Also wie lange fährt der Zug von Hamburg-Berlin sind es, glaube ich, eine Dreiviertelstunde ungefähr wahrscheinlich, ne? Ja, von Haustür plus zu Haustür brauche ich 2 Stunden. Ja. Ja. Mit dem Metronom, der ja jetzt gerade nicht fährt, das ist so grausam gerade. Aber egal, mit dem Metronom, der sonst ja ab Meckefeld fährt, nach Hamburg, dann umsteigen in den ICE nach Berlin. 2 Stunden. Passt. Ja. Das könnte ja durchaus passen. Würde man früh losfahren und würde abends spät wiederkommen? Ja, aber die Frage ist, was für einen Mehrwert habe ich davon? Also ich fahre früh los. Also dieses Modell, bist du Buskind gewesen früher in der Schule? Ja. Hausaufgaben im Bus machen ist ja ein Gamechanger, wenn man Dorfkind stimmt. Ist. Also absolut. Dann, ja. 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 Also man hat ja wahrscheinlich auch Sachen vorzubereiten, nachzubereiten. Das könnte man als Arbeitszeit nutzen. Absolut. Ich schlafe aber auch total gerne. Okay. Und von daher lasse ich das Pendeln weg und bereite mich dann so vor. Okay. So, im Büro. Geil, hast du Hausaufgaben im Bus gemacht? Das hat doch immer so geruckelt. Weißt du, dann hast du diese Schrift gehabt und dann war das A irgendwie, wer weiß wo. Oder die 4. Es gibt ja, wir sind ja kurz vor den Zeugnissen. Ja. Mein Sohn hat, also der ist in der 3. Klasse, wollte mein Zeugnis sehen. Ich hab den Zeitpunkt verpasst, die irgendwann wegzutun. Oh, ganz blöd. Ja, Schrift und Form 4. Und jetzt weiß man auch, woher es kommt. Ja, also es gab ja früher noch Schrift und Form bei uns. Ja, gab es bei uns auch noch. Ja. Ja, muss ja, du bist ja etwas. Und auch genau. Also du kommst ja aus Oldenburg, Niedersachsen sozialisiert, selbes Curriculum wahrscheinlich. Ja. Genau, Schrift und Form 4. Aber erklärbar, wenn man den Bus gemacht hat, die Hausaufgaben. Ne? Ja, also, natürlich, klar. Erklärt einiges. Ja. Deswegen habe ich Schrift und Form nicht 4. Streberin. Ja. Naja, fast. Was soll ich sagen? Das weiß ich nicht. Dass ich die im Bus gemacht habe. Ja, du hast Hausaufgaben im Bus gemacht. Ja, aber sowohl eigentlich Mathe auf der Hinfahrt von Leuten, die es schon hatten, musste es halt nur abschreiben. Ja. Und auf dem Rückweg auch gerne, die man selbst schon vorarbeiten kann. Also das, was so Fleißarbeit ist, irgendwas abschreiben, kommt man halt schnell auf den Fußballplatz.
Ja, das ist der Vorteil, wenn man Fußball gespielt hat. Ich habe ja kein Fußball gespielt. Ja. Deswegen gehöre ich dann wohl doch zur Streberkategorie. Ranzen in die Ecke und raus. Ja, cool. Nee, Frauen und Mädels sind da. Ich bin dann schön in die Kirche und habe dann Kinder- und Jugendarbeit und so gemacht und war beim Ballett. Ja. Und Ballett, Schirnschrift daneben. Ne? Ja. So. Fußball 4. Kernasi 4. Ja. Ja. Es ist Mädchen, Junge. Das ist so. Wer hält die besten Reden im Bundestag? Ist auch eine Frage, die wir übernommen haben von Herrn Grosse-Brömer. Also das ist auch wieder gestellt sozusagen. Ja, jetzt bin ich gespannt, was er gesagt hätte. Aber kann ich dir? Ja. Hat ja Lea gemacht. Ich habe nur am Rande zugeguckt. Ich meine, dass er gesagt hat, dass Gregor Gysi ein großartiger Redner ist, dass Herr Kubicki ein großartiger Redner ist und dass er ein großer Freund davon ist, wenn man das frei macht und nicht abliest. Ja, kann ich ihn unterstützen. Gysi war bei der Impfdebatte, da hatte er, glaube ich, nur eine Minute zu reden. Da war das schon cool. Ja. Ich finde, wir haben wenig gute Redner noch im Bundestag. Und er sagte, jetzt fällt es mir auch ein, dass Leute sagen, wir haben wenig gute Redner im Bundestag, früher wäre alles besser. Dass Heinz Riesenhuber. Den habe ich so gar nicht mehr mitgekriegt beim Reden. Aber ich glaube, der ist mittlerweile ein. Ich bin ja immer tatsächlich auch interessiert. Mhm. Und den kenne ich noch aus meiner Jugend. Also, wenn es um das Kabinett Helmut Kohl ging, da tauchte der Name Riesenhuber immer auf. Und das ist so irgendwie so: der Name sagte mir was. Habe ich gegoogelt, der ist mittlerweile 91. Also, ja. Der. Sigmar Gabriel ist ein guter Redner gewesen. Den mochte ich total. Der hat ziemlich polarisiert. Und tut er heute noch, nur nicht mehr im Bundestag. Das war auch ein guter Redner. Den mochte ich. Der war cool. Das sind so die Schwergewichte, die ich hätte genannt. Ja. Also die würdest du aber auch sagen. Kubicki, ja, also Kubicki sowieso und Gysi auch. Gysi mochte ich schon immer. Alleine, und wen ich auch ganz toll fand, der aber auch nicht mehr im Bundestag ist, war Lothar Binding. Lothar Binding immer mit seinem roten Zollstock. Sensationell. Der hat wirklich aus Zahlen Bilder gemacht. Das war eine Nummer. Das war wirklich eine Nummer. Also da habe ich sogar Finanzen verstanden. Okay. Ja, das waren so, den mochte ich. Und frei reden, das stimmt schon. Das ist, aber es ist nicht immer einfach, je nachdem, wie gut der Redner auch ist. Weil oftmals, wenn man frei redet, merkt man auch, dass die sehr oberflächlich reden. Weil je tiefer du ja einsteigst, desto mehr Fachwissen musst du ja haben. Das haben die wenigsten in der Breite und in den Detail, so dass man es erklären kann. Ja. Und deswegen hilft es an der einen oder anderen Stelle, wenn man dann tatsächlich die Rede hat, um dann auch wirklich etwas zu sagen, wenn man was zu sagen hat und nicht über Worthülsen irgendwie so allgemein zu reden. Zumindest nehme ich wahr, dass Menschen sehr viel stärker erklärt haben möchten, was jetzt das Problem ist oder welche Herausforderungen wir zu bewältigen haben. Und die Rückmeldung, die ich habe, ist, auch sie möchten, auch wenn es weh tut, eine ehrliche Antwort haben auf ihre Fragen und nicht immer nur so ein wir müssen mal darüber nachdenken, was wir tun könnten, wenn es denn so wäre. Weil nur wenn du eine Orientierung den Menschen gibst, können sie sich auch sehr viel besser darauf einstellen, als wenn man sie in vielen Dingen im Ungewissen lässt. Ich kann mich noch an die Aussage von de Maizière vor ein paar Jahren erinnern, als er sagte, ich kann ihnen das nicht sagen, weil sie sonst verunsichert wären. Eine solche Aussage zu tätigen, das verunsichert die Menschen total und gibt keine Orientierung. Und ich glaube, wir haben aus dieser Aussage viel gelernt. Hoffe ich. Also ich zumindest habe viel gelernt, wie ich kommunizieren sollte. Ja. Teile dieser Aussage würden Sie als Bevölkerung verunsichern. Oder so. Ja, irgendwie so die Richtung verlassen. Ich weiß gar nicht, ging es um das Attentat am Breitscheidplatz, ja, glaube ich. Ne? Ja. Also, ja. Ja, ja. Das hilft nicht. Und deswegen die Richtung, die wir jetzt gerade haben, auch Habeck, glaube ich, hat das vor 2-3 Tagen gesagt, irgendwie, wir müssen ehrlich sein, so sieht es aus, das ist die Situation, wir wollen nicht Angst machen, sondern, und das ist es einfach, wir müssen die Orientierung geben, was jetzt gerade
vor welchen Herausforderungen wir stehen, worauf wir uns einrichten müssen und einlassen müssen, um auch dafür zu sorgen, dass wir nicht tatsächlich eine Spaltung der Gesellschaft haben in dieser Frage, was die Ursachen sind, warum Preise steigen. Und deshalb tut es gut, wenn wir jemanden haben, der sich nicht am Redemanuskript festhält, dass er trotzdem sehr stark keine Worthülsen schwingt, sondern ehrliche Aussagen tätigt. Ja. 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 Finde ich gut. Also ist ja so. Also ich rede ja auch nicht frei. Also ich kann sowieso keine Reden halten, davon mal ab. Aber du redest doch jetzt frei. Ja, aber ich mache mir Stichpunkte. Ich habe ja die Fragen aufgeschrieben, die wir als Stichpunkte haben. Daran orientieren wir uns. Das ist ja letztlich das, was du meinst, dass man auch alles noch einmal so ein bisschen so hat. Das lasse ich gelten. Ja. Weil ich sonst die Hälfte auch vergesse. Ach, da Quatsch. Du bist ja viel jünger als ich. Ja. Ja. Aber ich würde mir das... Also du, wenn du die Instagram-Seite bei uns anguckst, da kommen ja dann schon eine ganze Menge Fragen, die würde ich mir nicht auswendig lernen, da. Okay. Um die jetzt hier frei zu sprechen. Das ist mir auch viel zu anstrengend dann. Ja, verstehe. Weil das. Ja, nee. Ja, ist nein, okay. Nein. Ich verstehe. Kann das nachvollziehen. Noch eine Frage. Aus dem Urlaub schickt die Grüße. Boah, ist das unverschämt. Schöne Grüße zurück. Lydia. Schöne Grüße zurück. Die ist in Italien. Guckt sie denn zu, Silke? Das ist aus dem Urlaub. Genau, also mit Frau Scheidra, mit Silke Scheidra und mit Lydia Freienberg machen wir zusammen in Salzhausen unsere Webcoaches. Ja. Das sind ja die, also wie Konfliktscouts gibt es an ganz vielen Schulen und das sind... gibt es im Landkreis Harburg ja eine zusätzliche Einheit an ganz, ganz vielen Schulen, ich glaube fast flächendeckend Webcoaches, die sich um Aufklärung, Prävention für ihre Mitschüler einsetzen im digitalen Raum. Und mit Frau Freienberg und Frau Scheidra, genau, sie guckt anscheinend wirklich zu, bilden wir die zusammen aus. Ja. Ja, ist ein super Projekt, finde ich, tatsächlich. Kenne ich, das Projekt. Ja. Cool. Ich tausche mich häufiger mit Frau Freienberg aus. Ja. Das ist total sinnvoll, finde ich, und auch wichtig und manchmal auch erschreckend. Ja. Ja. Aber nur manchmal. Ja, ist schon erschreckend, wenn man... wenn man weiß, was alles passiert unter Jugendlichen, mit Jugendlichen und wie leicht sie zu manipulieren sind oder sich manipulieren lassen. Die Wahrheit ist ja immer irgendwo dazwischen und die Frage ist ja immer, was können wir tun? Was können wir, heißt nicht wir immer als Politik, können wir sowieso nicht, aber was kann Gesellschaft tun? Was können aber auch Eltern, was müssen Eltern wissen? Ne? Ja. Wir fokussieren uns mal so auf die Kinder und Jugendlichen und gleichzeitig ist die Diskussion ja auch, wir müssen Eltern aufklären. Also auch Eltern müssen aufgeklärt werden, nicht nur Kinder und Jugendliche. Also gerade vor allen Dingen die, die nicht mit digitalen Medien groß geworden sind, so wie ich zum Beispiel. Aber du bist ja auch älter. Ja, ja ist ja so. Ich hatte noch ein Modem. Tatsächlich ist es ja so, dass unsere Generation dann, wir sind mit 18, 19, ja ein bisschen früher, aber da, also in der fast die gesamte Schulzeit haben wir offline verbracht. Ja. Ja. Und jetzt... Und ein Teil der Eltern eben auch. Und deswegen fehlt manchmal ganz oft, genau wie du sagst, ich kann so ein bisschen Werbung machen für eine Veranstaltung heute Abend, wo meine Kollegin und ich über Social Media in der Jugendarbeit reden. Dann mach das. Ja. Viva la Prävention, Link kommt auf unserer Seite. Also es findet heute Abend um 19:30 in Marschacht statt. Wo es ist ja viel, viel mehr. Für Jugendliche ist das ja nicht nur ein Instagram-Account oder ein Snapchat, WhatsApp, was auch immer Account, sondern es geht ja da auch ganz viel um Teilhabe. Das ist deren Lebenswelt, das ist deren Lebensraum. Da geht es ganz viel um Kontakte und um alles das, was in der Offline-Welt auch stattfinden kann, passiert ja auch im digitalen Raum. Mhm. Und wenn ich aber mal Mist gemacht habe, wenn mit dem Handy irgendwas passiert, was blöd ist und das Handy dann weg ist, dann ist das ganze Leben ja weg. Das muss einem bewusst sein, dass da auch ganz viel, viel mehr hintersteckt. Deswegen tatsächlich, ja. Ich teile dein Plädoyer für mehr Aufklärung und mehr Prävention. Absolut.
Das ist ja unser Job auch. Ja, das macht ihr auch ja gut. Die Kantine im Bundestag, ist die wirklich so gut? Welche von den ganzen Kantinen? Okay. Wir haben ein paar mehr. Also, aber bestimmt, ja. Ich gestehe, ich bin selten in den Kantinen. Okay. Wie gesagt, ich bevorzuge meinen Lieblingsitaliener um die Ecke. Und von daher, ich war letztens in der Mitarbeiterkantine, das war lecker. Ich glaube, er meinte, also das ist die Frage kommt auch nochmal, also die Frage wurde an Herrn Grosse-Brümer auch so gestellt, deswegen nochmal hier die Kopplung, weil er so davon geschwärmt hat, aber noch mehr schwärmt er von der Currywurst vorm Reichstag. Da gibt es wohl einen super Currywurststand. Da kommt wieder Fleisch ins mein Gemüse hervor, glaube ich. Ich bevorzuge weniger Currywurst mit Pommes, wie gesagt, ich bin da total Gewohnheitstier. Und das Gewohnheitstier ist tatsächlich so, dass ich mehr im Bistro dann im Reichstag, nicht im Reichstag, sondern im Paul-Löbe-Haus im Bistro bin und da bestelle ich mir morgens immer mein, oh Gott, das ist jetzt nahrungstechnisch nicht so richtig gut, was ich jetzt sage, deswegen müssen die Jugendlichen, glaube ich, eher weghören. Also immer mein Spritzgebäck, also mein Spritzring, dieses fettige, ne, so mit. Ich weiß, das besteht aus Fett und Zucker und Zucker genau, und Fett. Ja, genau, richtig. Und dazu zur Abrundung des Ganzen nochmal ein Croissant mit Aprikose gefüllt und dann Kaffee. Das morgens. Und wenn ich da jetzt schon, die kennen mich ja schon, weil ich immer wieder dasselbe bestelle. Ach, Frau Stadler ist schon hier vorbereitet. Wo ich dann denke, okay, ja, bitteschön. Und dann sieht man mich weniger und tatsächlich Currywurst Pommes eher weniger. Ich bin wirklich eher die Pasta-Geschichte. Deswegen okay. Kann ich bei der Kantine, die ist bestimmt gut, aber mein Italiener ist besser. Okay. Vor allen Dingen meiner, ne? Ich besitze ihn. Klar, meiner. Ja. Herr Grosse-Brümer sagte, er hat die neue Telefonnummer von Frau Merkel. Also cool. Was ist deine berühmte, also deine größte Telefonnummer, die du in deinem Handy hast? Hast du den Kanzler in deiner Handyliste? Ja. Deswegen Größe ist jetzt Definitionssache, ne? Also wenn wir von der Körpergröße ausgehen. Du redest nicht um Kopf und Kragen hier, ne? Vorsicht. Nein, nein, tatsächlich. Also natürlich ist es Olaf, ich habe die von Lars Klingbeil, das sind von Saskia Esken, also von den Großen unserer Partei habe ich sie ja. 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 Ich habe sie von Martin Schulz. Der schon, der war mal, ne? Ich weiß, damals ja, so, ich weiß. So. Ehemals groß vielleicht. Nee, habe ich. Und ich habe dann auch immer ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, was dann mein Handy betrifft. Ne? Also das eine ist ja, stolz darauf zu sein, dass man sie hat, auch von Bärbel Baast, ja, der Bundestagspräsidentin oder von Frank-Walter Steinmeier. Aber das eine ist, diese Telefonnummern zu besitzen, die Handynummern. Und das andere ist aber, oh Gott, wenn ich mein Handy verliere, dann haben andere die. Und das ist, glaube ich, das ist immer die Sorge, also mein Handy ist tatsächlich für andere das Leben und bei mir ist es eher so der Schutz, ja, dass die anderen die Nummer nicht haben, weil was passiert dann? Ich meine, Karl Lauterbach hat keine Ahnung zum wievielten Mal seine Handynummer oder Rolf Mützenich hat sie gewechselt jetzt auch schon wieder. Also das ist so, oder Sigmar Gabriel ist genau dasselbe. Dann kriegst du immer regelmäßig ein Update, so von wegen, das ist meine neue Handynummer, wo ich denke, oh Gott, wieder aufpassen, dass mein Handy bloß geschützt ist, damit andere Handynummern geschützt bleiben. Eine Verantwortung. Du könntest die verschleiern. Ja, das ist wahrscheinlich dein Metier und da kennst du dich total gut aus. Nee, aber einfach Synonyme nutzen. Ja, genau. Aber weißt du, wie häufig ich meine Passwörter vergesse? Dann würde ich auch diese Synonyme dahinter vergessen. Ja, weißt du, also das Experiment lasse ich. Okay. Sonst rufe ich nachher irgendwie XY an und wollte eigentlich jemand anders. Ist auch doof. Ja. Ja. Es passiert ja meinen Kollegen auch. Also wir haben ja Svenja Schulze und mich in der Fraktion. Du kannst dir vorstellen, dass ich häufiger mal eine Nachricht für Svenja Schulze bekomme, weil jemand zu schnell im Tippen ist und dann irgendwie Svenja, Svenja. Und dann habe ich schwupps, habe ich eine Nachricht, die und dann kurz Zeit später kommt, oh, das war gar nicht für dich. Hm. Ach so, du meinst E-Mails? Ja. Nee, nicht E-Mails, SMS. Ach so, dass man auch da nicht richtig guckt. Ah, okay. Ja, kann passieren. Ja, ich kann dir Dinge erzählen, du. Willst du gar nicht wissen. Doch, aber das wirst du hier nicht sagen wahrscheinlich. Genau. Nein, mal aufpassen bei der Namenwahl. Ja. Das ist so witzig, jetzt guckst du wieder nach der Frage, ne? Nee, ich überlege gerade, ob wir
Aber das wirst du natürlich nicht machen, dass wir jetzt irgendwen anrufen, aber das lassen wir. Nein, das lassen wir nicht. Ja. Obwohl ich mindestens zwei wüsste, die mitmachen würden, aber das mal lassen wir. Nein, wirklich. Weil ja, es ja, genau. Also, das Spaß beiseite, sowas müsste man ja ankündigen und das ist ja, könnte ja dann wirklich genau die Nummer sein, das Handy ist weg, da klingelt jemand und irgendein Stranger Dude sitzt da und sagt, ich bin hier im Jutz Digi und keiner weiß. Also man muss ja auch wirklich keinen dann vorführen. Das ist ja auch ein Teil von Medienkompetenz, sowas eben nicht zu machen. Genau. Ja. Der schönste Ort im Landkreis. Der schönste Ort, der muss nicht in Salzhausen sein, oder? Also du weißt, du bist beim Jutz Salzhausen zu Gast. Vielleicht überlegst du halt vorher nochmal, was du ja so sagst. Nein, also tatsächlich, es gibt total viele schöne Plätze im Landkreis Harburg. Ich finde, das Haus des Gastes finde ich wirklich einmalig. Ich finde, da fühlt man sich ziemlich gut aufgehoben und der kleine See davor, der Teich mit der Bank, das hat schon manchmal so Momente, da kommt man runter. Also wenn ich eine Veranstaltung da hatte und dann nochmal so 2 Minuten da sitze, dann ist das schon schön. Es gibt aber viele andere 1000 schöne Momente. Es gibt auch den Hobde, den kleinen Hafen, der ist sensationell. Oder der Aussichtsturm jetzt im Tierpark Lüneburger Heide oben. Ja. Ich habe tierische Höhenangst, aber wenn ich da oben hin geschafft habe, dann ist das schon wirklich ein schöner, ruhiger Ort, wenn ich gerade die Wölfe heulen. Aber auch mit den Wölfen heulend ist das cool. Man muss es aber abkönnen oder ertragen können oder so. Es gibt überhaupt, ich bin ja so ein Wassermensch, also der ganze Bereich der Elbe, das hat was, ja. Und ja, wenn dann abends, wenn die Sonne untergeht und das Wasser gerade gut steht und dann die Angler da mit ihren Ruten stehen in der untergehenden Sonne, das ist auch schon ein Erlebnis. Und natürlich die Heide, also zur Heideblüte mit den Heidschnuppen, sensationell. Also es gibt so viele coole Orte hier im Landkreis Harburg. Also ich sage ja immer, ich lebe da, wo andere Urlaub machen. Und das trifft einfach hierfür zu. Und jetzt, wo ja auch nach und nach tatsächlich der Landkreis auch ausbaut, so Camperplätze, wo dann man mit dem Wohnmobil über Nacht stehen kann, so ganz, ganz offiziell, das ist auch nochmal ein Mehrwert für den Tourismus, den wir ja nach und nach hier haben. Ja. Also wie gesagt, ich wüsste keinen schrecklichen Ort hier, sondern ich kenne nur schöne im Landkreis. Perfekte Politikerinnen-Antwort, ne? Aber ist ja so. Also ich finde den Landkreis Harburg auch schön. Ja, siehste. Also obwohl ich arbeite ja hier nur. Also nur. Ich komme aus Lüneburg, aber ich finde es wirklich schön. Klar. Ja. Ja. Und wann ziehst du denn hierher? Tatsächlich gar nicht. Aber der ist doch so schön, der Landkreis. Aber ich arbeite hier. Na und? Du arbeitest in Salzhausen. Der Landkreis ist ein bisschen größer als Salzhausen. Ich wohne direkt an der Kreisgrenze, also das. Gut. Ja. Alles gut, ich werde dich nicht weiter irgendwie. Und mein LG will ich aber auch behalten an meinem Auto. Also ach so. Das ist, ja, nee. Ich bin Lüneburger auch. Das liebe Grüße, ne? LG, liebe Grüße. Stimmt. Nicht wilder Landwirt, so wie ich. Ja, es dauert alles ein bisschen gerade. Ja, ja. Wilder Landwirt, ja. Oh, vielleicht sollte ich einfach erst nachdenken und reden. Der hat nur, ja. Nein, also tatsächlich, ja. Ich würde, Salzhausen ist tatsächlich schön. Ich komme ja sowieso, also ich wohne, bin aufgewachsen im einen, wie heißt denn das? Das weiß ich nicht. Kreisgrenzengebiet und wohne jetzt im anderen Kreisgrenzengebiet. Und beides Mal war Salzhausen so die Landkreisgrenze und spiele auch in Salzhausen Fußball. Das ist ja, genau, also ich kenne den Ort ja auch als nicht dort arbeitend und fand den auch vorher schon gut, aber wenn man in dem Ort arbeitet, gerade mit Jugendlichen, dann ist es nicht der Ort, wo man auch wohnen will, weil man hätte ja nicht seine Ruhe, wenn man im Freibad ist mit seinen Kindern und dann die Jugendlichen denken, man ist ja trotzdem arbeitend dort. Also das wäre, ist schon gut, da eine große räumliche Trennung zu haben. Okay. Ja. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Wenn meine Kollegin und ich durch Salzhausen gehen oder wenn wir dann hatten am Samstag einen Workshop mit unserem Jugendausschuss und hab davor noch kurz einen Kaffee gekauft. Dann denken die Jugendlichen ja, ach, das Jutz ist heute auf. Nein, wir haben nur eine Veranstaltung hier. Nicht, weil wir in Salzhausen sind, hat automatisch das Jutz auf. Ah, okay. Ja, also das ist immer so und das wäre ja, dann würde man bei jedem Einkauf, bei jedem, was weiß ich, Friseurbesuch, was auch immer man da macht, arbeiten ja auch überall Leute, die das Jugendzentrum besucht haben, jemanden kennen, der dorthin geht. Also man hätte da einfach gar keine ruhige Minute. Mhm. Okay. Ich kenne das auch aus meinem vorherigen Arbeitsort.
in Soltau, wo es nochmal größer ist, auch da ist es so, man hätte einfach keine ruhige Minute, weil man ständig jemanden kennt. Manche brauchen das. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, ja, wenn man gewählt werden will, dann braucht man das. Also dann funktioniert es also, auch. Ja, aber ich will ja nicht gewählt werden, ich will nur meine Ruhe haben. Ja, das ist eine gute Sicht der Dinge. Ja. Deshalb sind auch viele Lehrerinnen und Lehrer wahrscheinlich, ne? Würde ich mal behaupten, ja, dass sie dann nicht da wohnen, wo sie ja auch arbeiten. Ja? Und bei Lehrern kommt ja noch dazu, dass man da auch im Zweifelsfall, die geben halt im Zweifelsfall Noten. Also die geben nicht im Zweifelsfall Noten, die geben Noten. Mhm. Und da muss man dann sowieso nochmal gucken, wie man dann jemanden anspricht. Also das kann ich verstehen, die haben noch einen viel größeren Clash als wir, glaube ich. Ja. Dazu kommt wahrscheinlich die Geschichte, wenn man dann Alkohol kaufen würde und der Ort überlegen würde. Okay, verstanden. Wie viel, also ja, die Proportion und die Häufigkeit. Also ja, gerade bei Lehrern kann ich mir das vorstellen. Ich ja trinke gar keinen Alkohol, bei mir besteht die Gefahr gar nicht, aber ja. Verstanden. Ich gucke immer nur zur Uhr, so ein bisschen. Wir haben noch genügend Zeit, alles gut. Okay. Du hast ja also schlau gemacht, weil die zweite Frage wäre der schönste Ort in Salzhausen. Aber wenn der schönste Ort des Landkreises schon in Salzhausen ist, dann entfällt dir die zweite Frage. Ja, ja, gut gemacht, wa? Ja. Ja, sensationell. Jetzt rumpelt hier wieder irgendwas. Ja, aber das war jetzt Gott sei Dank eine Wand, ne? Keine Decke. Ja. Angenommen, du hättest eine Plakatwand vor dem Reichstag zur Verfügung, die nur du allein beschriften darfst. Und die steht da für ein Jahr. Was würdest du darauf schreiben? Boah. Also, und jeder sieht die. Und die ist auch tatsächlich riesig groß. Ich bin ja... Also der erste Impuls ist tatsächlich... Ist es nicht sogar dein... ist es nicht sogar dein gelernter Beruf? Ich bin Werbekauffrau mit Schwerpunkt Presse- ja und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, aber das ist ja eher eine Anzeige. Und das sind ja, bin ich dann eher weniger, weil ich ja mehr mit Journalisten zu tun hätte und Pressemitteilungen schreibe. Und wie habe ich das gelernt aus nicht so schönen Sachen, Gold mache. Ich habe eine große Plakatwand. Ich bin tatsächlich, ich bin ja sehr stark auf Tierschutz fokussiert. Deswegen würde ich, glaube ich, ganz doll darauf schreiben, Tierversuche, nein, danke. Weil das ist ja immer noch mein Plan. Ich wünsche mir, stelle mir wirklich eine Gesellschaft und eine Welt ohne Tierversuche vor. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch funktioniert. Jetzt würden viele wieder sagen, aber das bedeutet dann, dass Menschen sterben. Ja. Möglich. Möglich. Aber wir wissen es nicht. Bin ich nicht im Thema. Also, ja, naja, nie ohne, wieder. Wie heißt es, viele sagen, ohne Tierversuche gäbe es keine Medikamente, gäbe es keine Impfstoffe, gäbe es keine Forschung im Medizinischen und gäbe es keine Schminke und solche Sachen. Gut, das wären ja Sachen, wo man erstmal, ja, wenn man so eine Prioritätenliste hätte, könnte man ja auf Schminke verzichten. Ja, und das gibt es ja auch alles schon. Und also, ne, dieser, also diese Möglichkeiten eben, nicht Medikamente, sondern eben die Möglichkeiten, Kosmetika zu haben, die eben ohne die Versuche auch entstanden sind. Aber weißt du, wenn du nie Ziele hast und wenn du nie sagst, oder wenn du immer herausfindest, es geht nicht, weil, dann wirst du nie eine Welt ohne Tierversuche haben. Und ich bin davon überzeugt, gerade durch die Digitalisierung, durch den Fortschritt in dieser ganzen Medizin, dass es möglich ist. Und wir müssen nur den ersten Schritt machen. Also nie wieder Tierversuche. Keine Tierversuche. Keine, ja, ja. Und dann habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen Platz auf dieser... Ist ja deine Wand, wie du ja die gestaltest, ist ja... Und dann würde ich, glaube ich, weil ich... Wir diskutieren ja immer so viel über Umweltschutz und Klimaschutz. Und ich finde, das ist so eine Debatte, die wir vorgeschaltet haben. Weil ich finde, am Ende geht es um Menschenschutz. Weil Klima kann sich immer schützen. Das Klima ist schon ewig da. Es wird auch nach uns noch da sein. Ob wir es wollen oder nicht, ist da. Auch die Umwelt wird da sein. Aber wir Menschen nicht. Und deswegen
würde ich sagen, wir müssen sehr viel stärker uns Menschen schützen, indem wir Maßnahmen tätigen, die uns schützen. Und nicht über Klimaschutz sprechen. Das ist wichtig, gar keine Frage, aber es schützt den Menschen. Und wenn wir unser Sprachgebrauch verändern und sagen, dass wir müssen uns Menschen schützen, dann verändern wir auch unser Verhalten. Weil plötzlich geht es ja um uns. Ja. Und immer wenn es um uns geht, greifen wir auch zu massiven Dingen. Und deswegen glaube ich, Menschenschutz statt Umweltschutz, ich glaube, das würde vielleicht nochmal mehr die Menschen aufrütteln, um Dinge zu tun oder zu unterlassen, die wir jetzt unterlassen müssen, damit wir uns schützen. Ja. Ist gut. Ja. Finde ich auch. Finde ich auch tatsächlich einen guten Ansatz. Also. Ja. Findest du? Ja. Ja, ich denke das immer nur. Ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, ob der Ansatz richtig ist, aber für mich glaube ich, weckt es mehr auf. Dann. Also es geht ja um Selbstverantwortung, um Eigenverantwortung und dann ein kleines bisschen. Ja. Und so ein bisschen, ja. Also. Ich würde immer so sehen, wenn wir super, also wenn wir aus unserer SozialarbeiterInnen-Bubble, wenn wir Supervision haben und jetzt passt irgendwas nicht. Ich bin immer der Meinung, das Allerwichtigste in einem teaminternen Umfeld oder wenn meine Kollegin und ich reden, das Wichtigste sind wir. Wenn unsere Rahmenbedingungen gut sind, dann sind wir auch gut. Ja. Und das ist ja, so wie ich das verstanden habe, ist das ja dein Ansatz. Wenn genau. Es den Menschen gut geht, dann machen sie gute Sachen. Wenn es, also, ja. Also an sich selbst denken zuerst, um alles andere gut zu machen. Richtig. Ja. Da hast deswegen. Du aber also das. Ja. Liegt vielleicht in der PR, die ich mal gemacht habe. Ja. Aber es ist wirklich gut. Also darum geht es ja letztlich. Wenn jeder ein Stück weit Verantwortung übernimmt für alles. Genau. Ja. Und das wird man als erstes tun, wenn es um den Menschenschutz geht. Ja. Also, denke ich. Also, gucken wir mal, ob es funktioniert, wenn dann das Plakat hängt. Ja. Wenn jemand aus dem Landkreis Harburg Geld über hat und eine Plakatwand sponsoren möchte für Frau Stadler. Dann los. Ja. Ja. Da müssen wir noch viel mehr tun in dem Bereich. Okay. Ich hätte übrigens raufgeschrieben, weil die Frage habe ich schon 3 oder 4 Mal gestellt. Wir haben immer so eine, ich habe noch ein paar Fragen, die ich immer so in verschiedenen Kontexten gehört habe, die ich mit aufgenommen habe, die jetzt von keinem Jugendlichen kommt, sondern die kommt dann auch von uns. Die habe ich auch schon 2, 3 anderen gestellt. Alle Antworten fand ich gut. Ich habe mir dann überlegt, was würde ich draufschreiben. Ja. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen, ich hätte die Geschichte gezeigt. Das wäre mein Text übrigens. Der ist auch spannend. Ja. Du hattest aber auch mehr Zeit, darüber nachzudenken, oder? So ein halbes Jahr ungefähr. Ja, okay. Also, cool. Ja. Ist eine Textzeile von Danger Dan. Danger Dan. Kennst du das nicht? Das heißt also, du hast ein halbes Jahr dazu gebraucht. Nein, ich habe diese Textzeile. Nein, ich habe eine Textzeile zu suchen, die da drauf passt, ja? Nein. Die Textzeile gibt es, das ist doch. Das Lied kennst du, von der Kunstfreiheit gedeckt? Ja, ja. Das kenne ich. Das ist ja eine. Also. Ja. Ja. Das aber ist ein halbes Jahr hast du gebraucht. Nein. Ja. Das hatte ich mir nur überlegt, wenn mich jemand fragen würde, was ich raufschreiben würde, dann exakt diese Textzeile. Okay. Ja. Weil die ja auch dann vorbeigehen. Die, mit denen man nicht diskutiert. Ja. Ja. Halbes Jahr. Okay. Ja, ist ja gut. Für eine Textzeile. Die gut ist. Die gut ist. Es kommt ja auf den Inhalt an am Ende. Absolut. Und nicht auf die Zeit. Absolut. In welcher Serie wärst du gerne Teil der Handlung? In welcher Serie? Du kannst auch Film sagen. Also in welchem. Das sind aber auch wirklich schwierige Fragen, weißt du? Ich hatte ja ein halbes Jahr Zeit. Nein, Muppet stimmt Show. Gar nicht. Ich glaube in der Muppet Show. Und dann würde ich hier diese eine von den beiden Herren in der Loge sein. Das ist doch eine Serie, oder? Kann man das als Serie durchgehen lassen? Ja, klar. Also Muppet Show, das ist diese Serie mit den ganzen Handpuppen. Kermit the Frog. Ja, und genau. Nur für diejenigen. Wie heißen die? Miss Piggy. Miss Piggy, genau.
Miss Piggy wäre auch cool für mich. Und die beiden da oben heißen Waldorf und Stadler. Stadler? Ja, irgendwie, ja. Okay. Die beiden, das ist echt, das ist der Hammer. Die finde ich so cool. Und eine von den beiden wäre ich gerne. Nee, Stadler halt. Okay, Stadler. Stadler? Ja. Hast Stadler. Du? Ja, jetzt begreife ich es auch. Ich brauchte diesmal auch ein bisschen. Ja. Das gucke ich mir aber einmal wirklich ganz schnell, ob die wirklich so heißen. Entschuldigung. Du nimmst jetzt dein Smartphone und guckst, ob sie so heißen. Ja. Cool. Du könntest dir, wen würdest du, also Muppet Show. Ja, Muppet Show. Die denken jetzt auch gerade draußen wahrscheinlich so, Muppet Show. Was ist mit der denn los? Serie. Die haben jetzt wahrscheinlich alle, wie heißen die denn alle, diese ganzen coolen Serien. Ich gucke keine Serien, bin ich raus. Ich habe die mal geguckt, aber weißt du, die habe ich vergessen wieder. War wohl nicht so gut. Madlock früher. Ich wollte unbedingt Juristin werden. Habe ich Madlock geguckt. Kennst du die? Klar. Ja. Damals. Aber es hat mein NC hat nicht ausgereicht für, nee, meine für auch Jura. Nicht. Meine auch die heißen jetzt also Waldorf und Stadler. Ja gut, dann du musst bin nur ich das T für ein D. Ja, dann bin ich der Stadler. Wie geil. Cold für alle Fälle. Ja, stimmt. Ich habe, also das hatte ich neulich auch schon mal, hatten wir das hier als Thema. Als ich Corona hatte, war bisher eine Woche zu Hause und bis dann aufs Fernsehen. Glück hast. Ja, ich war tatsächlich eine Woche und bin halt aufs Fernsehprogramm angewiesen gewesen, um halt viel Fernsehen geguckt. Unter anderem, also die kommen ja alle auf irgendwelchen Kabel 1 und irgendwelchen. Ja, und One und so. Ja, die kommen ja alle irgendwo. Und Schwarzwaldklinik übrigens, ganz, ganz gruselig. Die hab ich das würde heute alles nicht mehr gehen. Frauenbild, Sexismus, Diversität, Rassismus, das geht alles, das würde alles nicht mehr funktionieren. Mich wundert eigentlich, dass die überhaupt noch ausgestrahlt werden dürfen. Also wirklich Schwarzwaldklinik, es ist unglaublich. Ich meine, es ist fucking 30 Jahre her. Ja. Und das ist Schwarzwald, die habe ich nie geguckt, von daher Denver Clan fällt mir jetzt gerade ein. Ja, da bin ich raus, die kam unter der Woche, glaube ich. Ja, genau, vormittags. Ja. Wurden sie auch gerne wiederholt. Also da war ich ja in der Schule. Wo war ich dann wohl? aber also wirklich Schwarzwaldklinik, es ist unglaublich. Kann ich nicht mitdrehen, habe ich nicht geguckt. Also. Auch jetzt nicht. Also ich habe jetzt, als ich nach der Wahl kam ja so ein tiefes Loch, weil man macht ja nichts, weil Koalitionsverhandlungen und so. Da konnte ich auch solche Sachen hart, aber herzlich, weißt du? Die beiden mit diesen. Die beiden Millionäre, hart aber herzlich. Kennst du die nicht? Warte mal. Doch. Ja. Ja? Sie mit dieser Föhnfrisur, die beiden, so, und dem kleinen Hund und so. Ja, da habe ich auch die alten Folgen wieder geguckt. Sensationell. Damals wird man schlagartig wieder älter. Soll ich mit auf die Uhr gucken? Nee, ja, ich mache dich das nervös. Nee, ich mache das nicht. Gut, weil ich habe hier keine Uhr und nicht, dass wir überziehen oder das irgendwie. Überziehen machen wir ja grundsätzlich, wir Politiker. Deswegen gibt es ja den Kubicki. Genau. Der versucht das einzudämmen. Aber hier ist halt keiner da, der uns jetzt stoppen könnte. Wen würdest du gerne mal kennenlernen? Ach Gottchen, Michelle Obama. Okay. Aber ich auch Barack Obama wäre cool. Oder George Clooney. Das ist total witzig, weil das ist die Frage, die ich auch meinen FSJlern im Moment immer gestellt habe bei den Kennenlernrunden. Ja. War immer die Frage, so wen möchtest du gerne kennenlernen? Da gibt es so viele. Ich würde auch gerne, aber es geht ja nicht mehr, Mahatma Gandhi zum Beispiel. Das ist ja so der mein Leitsatz. Oder er hat einen Satz gesagt, nachdem, das ist mein Motto. So. Und das sind so die Personen. Das ist nur eine Frau, ne? Von drei, von vier. Ja, das ist okay. Aber Michelle Obama ist auch. Ja, also, sagen wir ist cool und aber auch, ja. Und die Queen. Die würde ich auch gerne mal. Ob die so humorig ist? Also. Oder? Ich glaube nicht. Nee? Keine Ahnung. Ich finde. Also. Ich bin nicht so Queen-mäßig drauf. Ich finde das ganze Monarchen. Ich finde es ziemlich. Ja? Spooky. Ja, das mag sein, aber... Sie hat sich die Tür selbst aufgemacht beim Auto. Sie hat gegen das Protokoll verstoßen. Alter, wir sind motherfucking 22. Jetzt mal ehrlich. Also, Tradition, ja, aber Kultur. Ja, und Feminismus, hallo?
Ich mache mal die Tür auf, wenn ich die aufmachen will. Also das war... Kate wurde doch dafür ganz viel kritisiert, dass sie ihre Tür selbst aufgemacht hat. Ja, und nicht ganz ehrlich. Ja, Kultur. Ja, Feminismus. Ja. Feminismus steht Kultur. So, bam. So, sag da mal was gegen. Besser nicht. Nein, aber ich glaube, es sind so die Queen tatsächlich mal, weil da gibt es ja so viele Fragen. Ne? Wie fühlt sie sich? Hey, sie hat so viel mitgemacht. So, wie kommt sie damit zurecht? Und auch der Wandel, ja, wenn wir über Feminismus sprechen, so wie kommt sie, kriegt sie das mit? Folgt sie dem? Würde sie auch gerne ausbrechen? Insofern kennenlernt schon, ja klar. So, das so dieses, verstehe ich. Ne? So, ja. Wie kommt sie mit gestern und heute zurecht? So, und mit dem zwischendrin, ja? Oder digital. Ich meine, hat sie ein Smartphone? Weiß sie, was das ist? So, das sind so ganz, ganz normale, so wie sieht ihre Küche aus? Kocht sie selber auch? Kann sie das? Kann sie überhaupt kochen? Also weißt du, so ganz normale, total normale Fragen einfach, die man stellt. Aber ich meine, sie ist ja, nee, ich glaube, die kann nicht kochen. Ja, siehst du? Ich würde sie fragen. Ja. Deswegen würde ich sie gerne treffen wollen. Bei Michelle weiß ich das. Dass sie kochen kann und dass sie auch kocht. Ja. Ja. Hab steht ja in Bio gelesen. Genau, ich auch. Ja, siehst du? Also finde ich auch cool tatsächlich. Michelle Obama. Ja, aber kannst du mir sagen, warum ihr Buch günstiger ist als das von Barack? Nee. Siehst du, ich ist das so? Ja. Also ich habe auch beide gelesen. Ja, ich auch. Und das dritte auch, bin ich gerade bei. Welches? Naja, von ihm, er hat ja noch eins. Ach so, ja. Aber da so viel, also zwischendurch muss ich immer was anderes lesen. Ein paar Krimis. Ist das echt? Ja. Okay. Das ist immer die Frage, weißt du, ja, heißen beide Obama mit Nachnamen. Und ja, okay, er war der Präsident und sie nur die Gattin, aber nichtsdestotrotz, das Buch ist trotz, also weißt du, theoretisch hätte sie ja auch andersrum. Gerne als Präsidentin. Das kommt vielleicht noch. Ich glaube auch. Weiß ich nicht, sie sagt ja nein. Ja. Es gibt ja auch Leute, die immer wieder sagen, sie hören auf und tun es auch nicht. Also warum nicht andersrum? Wir haben noch 5 Minuten, oder? Nein, halbe Stunde. Wir haben noch 35 Minuten? Ja. Wieso wirst du denn dann jetzt so nervös? Weil ich noch eine ganze Menge Fragen auf dem Zettel habe. Achso, dann stell doch mal ganz schnell die Fragen. Würdest du denn Kanzlerin werden wollen? Nein. Soll ich dir was sagen, auch warum? Ja. Ich könnte zum Beispiel, also ich habe immer gesagt, ich werde nicht Kanzlerin und will ich auch gar nicht werden, aber jetzt weiß ich auch, warum ich das nicht werden wollen. Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht mit Putin reden. Also noch nicht mal telefonieren. Ich würde das nicht ertragen. Alles, was damit zu tun hat. Und deswegen habe ich so einen hohen Respekt vor gerade den Machthabern dieser Welt oder den verantwortlichen Großen dieser Welt, sagen wir es mal lieber so, der demokratischen bzw. westlichen Staaten, dass die das können. Ja. Und er belügt sie und sie können es trotzdem. Und da habe ich einen hohen, ich könnte es nicht. Das ist eine große Schwäche in dem Fall und deswegen könnte ich niemals Kanzlerin sein. Ist so. Ich würde ja sagen, dass das eine große Stärke ist. Ja, das zu tun, ja, aber... Nee, ich würde auch sagen, dass es eine große Schwäche ist, das nicht zu tun. Und ich weiß, was du meinst und man muss es am Ende doch tun. Aber also, Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Du weißt, ist der belügt dich. Und... Ja, ja, weißt du, aber weiß ich nicht, Herr Scholz, Herr Macron und wie sie alle noch heißen, reden trotzdem mit ihm. Ja. Ich kann es nicht mehr. Ja, eben. Und deswegen werde ich nicht Kanzlerin. Ja. Ganz einfach. Ich weiß um meine Schwäche. Was eine Stärke ist, weil ich es kenne. Ja. Ja. Deswegen bin ich da, wo ich bin. Im Parlament. Schön der Wadenbeißer. Immer schön der Regierung sagen, was sie noch tun muss. Ist gut. Ja. Aber. Ja, egal. Ja. Also, nee, ich würde sagen, das ist eine Stärke, dass man sagt, ich kann mit dem nicht reden, weil der belügt mich. Dann brauchen wir auch gar nicht reden, weil dann ist es ja alles Quatsch. Aber am Ende. Und da einen Konsens rauszuziehen aus einem, der dich belügt, das ist ja einfach. Es kann ja fast kein Stand, also es kann ja kein Konsens sein, der irgendwas aushält. Ja, und, ich weiß, was du. Ja. Weißt du, ich brauche aber. Bei mir ist es so, ich brauche einfach die. Also, wenn ich mit jemandem kommuniziere und ich weiß, dass er lügt, dann kann ich mit ihm nicht weiter kommunizieren. Ja. Obwohl ich aber weiß, dass es wichtig ist für den Weltfrieden. Ja. Und deshalb ist es für mich, habe ich großen Respekt eben vor den momentanen Protagonisten, die an den Spitzen diverser Länder stehen und immer wieder mit ihm reden.
obwohl sie wissen, dass er lügt. Und obwohl sie wissen, dass diese Worte möglicherweise gar nicht in die letzte Zelle seines Hirns dringen. Trotzdem ist es so wichtig für die Diplomatie und den Weltfrieden. Und ich könnte es nicht. Ja. Aber dafür kann ich andere Dinge. Und deswegen bin ich Parlamentarierin. Ja. Und deshalb bin ich die letzte Instanz und kann immer noch Gesetze verändern, um sie dann zu verabschieden. Und das mache ich aus Leidenschaft und weil ich es total wichtig finde, Menschen, also Sachen zu verändern. Genau. Deswegen wäre ich nicht Kanzlerin. Tatsächlich hast du irgendwas, was du anstrebst? Also Ministerin, würdest du da Nein sagen, wenn du die Möglichkeit bekommen würdest? Niemals Bundesministerin. Mach ich nicht. Warte mal, okay. Das heißt, auf Landesebene könntest du dir das gut vorstellen? Wenn man mich fragt, würde ich auf jeden Fall darüber nachdenken. Definitiv. Aber auf Bundesebene bin ich total glücklich mit meiner parlamentarischen Funktion im Haushaltsausschuss und für Gesundheit verantwortlich zu sein. Da habe ich echt Bock drauf. Ja. Und da merke ich auch, dass ich was verändern kann. Und ich habe momentan eine richtig gute Koalition. Also meine beiden Kollegen von FDP und Grünen, die haben auch Lust, was zu verändern. Und wir arbeiten, das sind auch Menschen, die an der Sache orientiert arbeiten. Und das macht richtig Spaß. Das motiviert mich momentan auch total. So, ja. Es gibt ja immer so Phasen wie im Unternehmen auch. Ne? Da hat es mal Höhephasen und sagst, oh, es ist alles total toll und super. Und dann gibt es aber auch wie im wirklichen Leben so die Phase, wo du sagst, boah, ich habe keinen Bock mehr, reicht jetzt. Und jetzt ist tatsächlich diese Phase, wow, da ist ganz viel, was wir machen müssen. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeiten, etwas zu tun. Und das hört sich jetzt in dem Zuge der Krisen, die wir haben, total komisch an. Aber Hawks, der Zukunftsforscher, hat immer gesagt, nutze die Krise als Chance. Das haben wir bei Corona gemacht. Ja, Corona ist echt schlimm und wir haben alles richtig am Anfang gemacht. Aber wäre Corona nicht da gewesen, wären wir mit der Digitalisierung nicht so weit wie jetzt. Das gehört leider zur Wahrheit dazu. Voll. Und bei der Ukraine gibt es auch an der einen oder anderen Stelle, der Angriffskrieg ist das Schlimmste, was ich bisher mitbekommen habe. Und trotzdem liegt in diesem Angriffskrieg auch die Chance, und zwar die Chance für die erneuerbaren Energien. Und die müssen wir jetzt nutzen, relativ zügig. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz viele andere Möglichkeiten der Veränderung. Und das merkt man jetzt gerade, dass auch bei uns im Gesundheitssektor, also wie gesagt, ich mache ja immer noch Gesundheit oder schon, und da gibt es jetzt so viele Möglichkeiten und wir nutzen die Chance jetzt gerade. Es ist wirklich schlimm, aber wir nutzen diese Chance, die sich aus der Krise ergibt. Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Siehst du? Wer ist der coolste, berühmteste, also zwei, coolste und berühmteste Politiker, die du kennst? Der coolste? Also vielleicht auch ausländische KollegInnen. Oder man könnte auch anders fragen, wer beeindruckt dich als Politiker? Wie gesagt, ich sage es immer wieder, ich finde, man kann sich streiten, aber Barack Obama war für mich, also er ist ja nach wie vor politisch aktiv und als Präsident war er schon, war schon prägend. Und wenn ich den nennen darf, weil er ist ja nicht mehr so aktiv wie jetzt, wenn du sagst, jetzt ein Politiker, dann ist er wirklich einer, den ich cool fand. Der wusste, wo er herkommt und was er wem zu verdanken hat und auch mit einer Vision für die Gesellschaft. Das war schon, auch für die Weltgesellschaft, so, das war schon beeindruckend. Und dabei eine gewisse Lässigkeit zu haben, ohne dabei dem Amt irgendwie, nicht wertschätzend gegenüberzustehen. So, das konnte er total gut miteinander verbinden, samt der Familie. Das war, finde ich, total beeindruckend. So normal zu bleiben mit so großer Verantwortung. Ja. Wie ist es eigentlich, wenn es so ausländische Gäste in Berlin sind, die besuchen dann ja sich auf Kanzler- oder auf Regierungschefsebene, habt ihr als normale ParlamentarierInnen auch die Chance, irgendwen kennenzulernen? Oder ist es dann, haben die auch noch ihre Entourage mit und ihr sprecht mit KollegInnen von anderen, mit deiner Kollegin aus Frankreich, mit deinem Kollegen aus Frankreich, sowas? Ja, das ist total unterschiedlich, weil das
Es hängt, glaube ich, auch von der Verbindung ab, aber es ist tatsächlich, dass man immer sich in der Ebene trifft, in der man auch da ist. Ja. Also wenn Macron da ist, dann ist es natürlich als erstes Olaf Scholz und dann Frank-Walter Steinmeier oder andersrum, je nachdem. Da haben wir als Abgeordnete weniger mit zu tun, es sei denn, man hat dann ein gemeinsames Thema. Jetzt geht es ja immer viel um Klima und um erneuerbare Energien und um all diese Dramen, die da leider mit einhergehen. Und dann gibt es schon Fachpolitiker, dann, die da mit der Ebene dann zusammenstoßen und dann möglicherweise auch mit der Präsidentin oder dem Präsidenten. Aber in der Regel sind Staatsbesuche erstmal sehr stark eben auf der Ebene angelegt. Und hast du irgendwen, der so richtig in der Weltpresse auftaucht, schon mal kennengelernt? Außer Olaf? Ja. Und Merkel? Nein. Nicht, nein, glaube ich nicht. Nein. Nein. Okay. Immer noch nein. Ich merke immer, dass ich so viel vergesse. Ne? Also das ist ein Beispiel zum Beispiel, was für mich normal ist, deswegen muss ich immer so viel nachdenken. Es gab mal, auch zu Corona-Zeiten, gab es eine Situation, dass eine Schule nicht aufmachen wollte, obwohl sie das laut Verordnung sollte. Und dann rief eine Mutter ganz aufgeregt an, eine Freundin von mir, sagte, du sag mal, stimmt das und so und so und die Schule will nicht aufmachen, geht das? Und ich so, nee, theoretisch nicht laut Verordnung. Ja, aber die sagt das so und so und so. Ja, ich rufe mal den Minister an. Dann habe ich Grant Hendrik angerufen, Tonne, habe gesagt, so und so ist das so. Und dann hat er gesagt, nee, das geht nicht, die muss aufmachen. Hat das auch erklärt und verordnungsmäßig. Das war auf dem Samstag. Und dann habe ich wieder aufgelegt und dann habe ich meine Freundin angerufen und habe gesagt, der Herr Minister sagt, das geht nicht, die muss also Montag aufmachen, die Schule. Und da sagt sie, wie cool ist das denn, du rufst den Minister an. Für mich war es was ganz Normales, ja. Ja. Aber ist immer noch nein. Aber er weiß, also... Ja, nee, egal, das darf ich so nicht fragen. Wieso nicht? Komm ja auf die Frage, ich weiß nicht, ich kann es ja einen Ton abmachen. Nein. Nein, nein, alles gut. Frag ich dir nachher. Okay, guter Deal. Ja. In welcher Sportart, die nicht olympisch ist, würdest du sofort Gold gewinnen? Im Schlafen. Okay. Und du? Ich frage mal, das ist mal geil. Pause. Ja, weil das so schnell war, also schlafen. Ja, da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet, keine Ahnung. Ja, das ist gut. So geht es mir vorhin auch bei einigen Fragen, die du gestellt hast. Du. Kaffee trinken? Aber cool. Vielleicht Silber, weil du Gold gewinnen würdest. Ja, man muss auch gönnen können. Ja. Wenn ich im Schlafen den ersten nehme, nehme ich beim Kaffee den zweiten. Wahrscheinlich auch zu viel Süßigkeiten essen. Echt? Ja. Ja? Ja. Welches Lied macht dir gute Laune? Das, was ich dir vorhin genannt habe. Ah, okay. Gut, dass du es nämlich sagst. Ja? Ja, nee. Also wir haben ja eine... Also der eine, Titel heißt nicht so... Nein, nee. Nein. Aber wir haben ja eine YouTube-Playlist. Das hätte ich am Anfang eigentlich schon fragen sollen. Echt? Ja. Ah, also wir haben ja nochmal von vorne anfangen. Ja, wir haben... Nö. Ich muss los. Ah. Wir haben ja eine YouTube-Playlist. Da darf jeder unserer Gäste ein Lied draufpacken. Mhm. Da packst du rauf den Song. Von Selina Bostic Religion. Nee, Religion heißt sie. Religion, ja. Religion. Muss ich mir dann nachher mal anhören. Ein sensationelles Lied. Kenne ich auch erst, seit ich das erste Mal in Buchholz war das, ja, die Jugendweihe mit begleiten durfte. Da wurde das unter anderem mit eingespielt. Sensationelles Lied. Großartig, macht gute Laune. Macht wirklich gute Laune. Was ist das für eine Musikrichtung? Okay, nächste Frage. Okay, was hörst du so gerne für Musikrichtungen? Ach, kommt immer auf die Stimmung an, ehrlich gesagt. Deswegen, ich mag alles oder vieles, sagen wir es mal so. Manchmal auch Rap. Wieso manchmal auch Rap? Ja, manchmal mag ich auch Rap. Ja. Ich mag ausschließlich Rap. Also. Oh, echt? Ja. Ah. Echt? Ja. Und was magst du so gar nicht? Alles andere. Nö, nee, das gar nicht so. Ich kann mit Schlager gar nichts anfangen. Oh, Schlager. Gar nicht. Gar nicht. Auch nicht mit dem neuen deutschen. Gar nicht. Gar nicht. Okay. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Okay.
Ich kann mit Heavy Metal auch relativ wenig anfangen. Das kann ich auch nicht. Und auch mit allem Rock und Kram kann ich auch wenig anfangen. Ich kann mit Sprache, also alles, was reimt und satirisch ist und bissig ist, das kann ich gut. Okay. Ja. Und Klassik? Gar nicht. Gar nicht. Okay. Nee. Da ist ja auch keine Sprache drin. Also ich arbeite im Jugendzentrum. Aha. Ja. Aber du hast doch Hühner. Hühner und Klassik. Geht nicht? Die Verbindung kriege ich nicht hin. Naja, ich meine, Hühner ist auch ungewöhnlich. Ja. Und wenn man dann hin und wieder mal Klassik hört, um runterzukommen, statt Hühner sich anzugucken. Wir haben ja ein grandioses Projekt bei uns in der Oberschule. Ja. Zusammen mit unserer Musikschulleitung. Mhm. Heißt Hip-Class. 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 Wir, das Jutz bringt Hip-Hop rein, die Musikschule bringt Klassik rein und zusammen tanzen Jugendliche an der Oberschule während der AG-Zeiten zu Hip-Hop und Klassik Hip-Hop-Tanz. Das ist ja cool. Ja. Kann man das sich auch mal angucken oder macht ihr das nur intern für euch? Kirchen- und Markttag ist in Salzhausen Save the Date, keine Ahnung. Okay. Erste Septemberwoche, glaube ich. Ja. Ja. Man kann ja mal Friedhof Brandt fragen, wann das ist. Wenn genau. Er uns noch zuhört, der müsste das nämlich wissen. Der weiß es safe. Mit Sicherheit. Ja. Der weiß alles. Ja. Und Stand jetzt tritt die Hip-Cluster auf. Cool. Und immer zu der Zeugnisvergabe an der Oberschule. Das ist jetzt ja aber auch schon 3 Jahre nicht stattgefunden, wegen den Beschränkungen, die es so gibt. Ja, aber es ist tatsächlich ein cooles Projekt, ja. Weil ganz viel Kreativität von den Jugendlichen da reinkommt. Ja, ich begleite das ja letztlich nur. Ich kann weder Klassik tanzen, noch Hip-Hop tanzen, noch überhaupt tanzen. Ich tanze auch nicht, aber wir sind die Organisatorinnen und bringen die Leute zusammen. Da gibt es ja verschiedene Hip-Hop-Trainer, es gibt Lehrer, die da Input reinbringen aus dem Fachbereich Musik und unsere Kollegin Svetlana kann auch tatsächlich gut die Moves eintanzen, beibringen, die Choreografie. Ich stehe dumm dabei und rede dummes Zeug. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Du unterstützt mental. Ja. Aber das finde ich ja total spannend. Ja, Zeugnis hatte ich schon. Also mein Zeugnis ist schon länger her. Aber Markttag, okay. Ja. Naja, und letztlich kriegen wir dich bestimmt eingeladen, wenn du dann das gucken möchtest. Ja, also ich finde es alleine. Die Oberschule dich möglicherweise, also wir haben Verbindungen, die dir eine Einladung schicken können und dann. Auf jeden Fall informieren. Weil ich finde es total spannend, Hip-Hop und Klassik. Dadurch, dass ich ja selber mal Ballett getanzt habe. Also es gibt es ja auch in weitaus besserer Ausführung, diese, ich glaube, wie heißen denn Flying Steps? Ja. Ja, das ist ja sozusagen. Ja, aber ich gucke mir lieber Oberschule an. Genau. Hip-Class. Die Vorstufe davon, Hip-Class, finde ich ja cool. Was man hier alles so mitbekommt, doch. Ja. Ist entstanden auf einer Freizeit oder auf einer, wie nennt man das denn? Weiß ich Wenn nicht. Gemeinden ihre Partnergemeinden besuchen, internationaler Austausch, das war das Wort, was mir fehlte, wo wir von unseren polnischen Kollegen irgendwie gefragt wurden, also ja, wir machen ganz viele Aufführungen und du als Musikschulleitung und du als Jugendzentrumsleitung könnt ihr nicht auch was machen? Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt und die Zugfahrt zurück aus Breslau genutzt und das Konzept auf einer Zugrückfahrt zusammengestrickt und hält seit, weiß nicht, 2017 war das, seit 5 Jahren. Cool. Ja. Das finde ich super. Ja. Ja, wie gesagt, freue mich. Als letzte Frage. Oh. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Als letzte Frage, ja, das dauert, weil es auch vielleicht ein bisschen länger dauert, bis du deine Antwort drauf hast. Okay. Welche Frage wolltest du immer schon mal beantworten? Welche Frage wollte ich immer schon? Ob ich glücklich bin. Und wie würdest du die beantworten? Manchmal. Ja. Cool. Endlich. Ja, genau. Und das du? Welche Frage wolltest du immer schon mal beantworten? Ich bin jetzt nicht darauf vorbereitet, dass du auch so viele Gegenfragen stellst. Wobei ich dir das ja immer gesagt habe. Ja, mach das. Ja, ja, voll. Ja, genau. Ja.
bin ich nicht schlagfertig genug zu jetzt gerade. Okay, du kannst ja nochmal drüber nachdenken. Ja, halbes Jahr. Okay. Ungefähr. Was sag ich da? Ich hätte gerne was Bissiges, Satirisches, das hätte mir jetzt einfallen sollen. Okay. Was würdest du einfach gerne mal tun, was du noch nie getan hast? Das Schulsystem reformieren. Jetzt. Okay. Jetzt. Sofort. Wenn wir bis 10 hier sitzen, kann ich dir Punkte sagen und dann, wenn du das an Herrn Grantonne weitergibst, hättest du ja die Telefonnummer. Okay. Nein, wirklich. Also ist mir auch ein Anliegen, weil ich das jetzt ganz viel, also ich fand meine Schulzeit eher, ich fand den Samstag gut. Ja. Montag fand ich schon langweilig. Ja, war so. Echt anstrengend. Also und dann war es 13 Jahre lang Kacke. Also man macht das Beste daraus, man sieht seine Freunde, man ist da, aber unterrichtsmäßig war es schlecht. 95% der Sachen, die ich jetzt weiß, habe ich nicht in der Schule gelernt. Studium nachher, ja. Ich habe ja nicht studiert. Also ich mochte ja keine Theorie mehr. Ich fand das total blöd und ich wollte einfach, wie gesagt, es hat ja nicht zu Jura gereicht und dann habe ich mir gedacht, machst du was anderes. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht, um Geld zu verdienen, weil ich auf diese ganze Theorie... Ja. Aber man muss das auch wissen, glaube ich. Ne? Also den einen tut es total gut, weiter Theorie, die können das auch, die lesen Tag und Nacht und andere müssen es aber, müssen was machen. Und ich gehörte zu dieser, ich muss was machen. Also ging mir auch so, ich habe Erzieherausbildung gemacht und danach studiert. Ja. Gut, in der Erzieherausbildung verdient man dann kein Geld. Aber trotzdem, dann fand ich es spannend, dann wurde es okay. Ja. Also auch, dass ich sage, ja, da kann ich was mit anfangen. Ja, genau. Mhm. Aber... Und krieg's jetzt mit, mein Sohn ist in der 3. Klasse und ich krieg's ja auch von unseren Jugendlichen mit. Ja. Wobei die Oberschule tatsächlich die beste Schule ist, die es im ganzen Landkreis gibt, die ja, Oberschule cool. Salzhausen. Also tatsächlich Weltklasse. Und was macht sie Weltklasse? Die Beziehung zu den, die Offenheit des Kollegiums, die Offenheit zum multiprofessionellen Teamarbeiten, weil wir ganz viel Teamplayer sind. Wir sind in der Schule sehr präsent und dürfen da auch sein. Ja. Das profitieren beide Seiten von. Weil wir viel mehr Informationen von Jugendlichen haben, über familiäre Strukturen und so weiter, die immer den Jugendlichen helfen können, wenn wir als Anwalt der Jugendlichen mit den Lehrern sprechen und Sachen transportieren können, die Jugendliche im Zweifelsfall nicht können. Mhm. Und das macht ganz viel Verständnis. Und da sind sie sehr, sehr offen und richtig gut. Und auch so ein cooles Kollegium. Also das muss man mal sagen, es matcht halt ganz viel. Und nichtsdestotrotz ist das Curriculum in allen Schulen viele Stunde darauf aus, anwendbares nicht anwendbares, sondern Wissen anzueignen, was eigentlich schon da ist. Mhm. Meiner Meinung nach geht es darum, das Wissen, was schon da ist, brauche ich ja nicht lernen. Das steht ja schon irgendwo. Ja. Es muss darum gehen, die Kompetenz zu entwickeln, rauszufinden, wo es wirklich steht und wie man es dann anwendet. Mhm. Also, und nicht wie dieses, gibt doch ein ganz berühmtes Video von diesem Precht, der bei Lanz über Schulsystem spricht. Es geht nicht um das Befüllen von Bechern, sondern um das Entfachen von Leuchten. Mhm. Und mir wird immer noch viel zu viel befüllt. Okay. Mit unnützem Wissen. Also auch die Neugier stärken, selber Fragen zu stellen, um sie dann selbst auch zu beantworten oder zu recherchieren. Gell? Und in einem Kontext, der nicht an einem Stundenplan und einem Curriculum hängt, ja. Sondern ja. Und mit dem Kind im Mittelpunkt. Der Neugier im Mittelpunkt. Ja. Ja. Was ja vom Kind dann ausgeht. Ja. Ja, ja dann ja. Machen wir das auch einfach. Ja, gerne. Gut. Wenn das immer alles so einfach wäre, gell? Es sind ja Ansätze da mittlerweile und es wird auch nicht mehr ganz so viele Sachen unnütz gelehrt, wie noch, glaube ich, als wir die lernen mussten. Es gibt immer ganz viele, also Webcoaches sind wirklich so ein Projekt, wo es sehr darum geht, die entwickeln selbst, also sie kriegen kleinen Input. Das Wissen ist aber nur da als kleines Teilchen und das entfacht was und dann sind sie selbst im Recherchieren, am Erstellen, sind in Klassen, bieten Workshops für ihre MitschülerInnen an. Da sehe ich ganz, ganz viel Sachen, die man da noch machen könnte in einem Schulkontext. Mhm. Rausgehen, leben, Sachen machen, die draußen passieren, in der Umwelt, im Stadtteil. Also da glaube ich, ja. Ja, was ich jetzt auch total cool finde, dass man ja Digitalisierung auch anders nutzen kann. Also
wenn ich mir meinen Französischunterricht zum Beispiel vorstelle, das war ja auch ganz nett, du hast vorne jemanden gehabt, der dir was erzählt, meistens auf Französisch, und du hast dann geantwortet. Aber man kann ja mit Digitalisierung auch in andere Schulklassen gehen. Also ich könnte ja mit meiner Partnerstadt und der Schulklasse da Französischunterricht zu machen, weißt du? Allerdings ist das WLAN hier nicht gut genug. Ah, da sind wir wieder mal. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja, oder auch so Stadtführung oder Geschichtsunterricht, weißt du, da nimmst du einfach jemand aus Rom, der dann irgendwie dir was erzählt und du kannst zugucken. Also du kannst ja auch Geschichtsunterricht total spannend gestalten, ja? Ja. Viel cooler machen, aber dafür brauchst du Lehrerinnen und Lehrer, die entsprechend ausgebildet sind und Bock darauf haben. Ja. Und natürlich Breitband. Ja. Da sind wir wieder bei einem dieser Probleme. Aber ich muss dann immer an Otto denken. Da waren sie wieder meine Probleme. Oh. Stimmt. Ja, ja. Man kommt auch nicht weg von ihm. Ja. Nee, genau. Aber das wäre das, wo ich denke, also, das ist mein Sohn, der ist jetzt 8, 9, gerade letzte Woche 9 geworden. Ja, der steht auch immer vor denselben Problemen, die ich damals hatte. Und das ist halt, wie soll ich ihm sagen, dass er Hausaufgaben machen muss, wenn ich selbst keine gemacht habe? Busfahren. Ja, der hat das Pech, dass er die Schule im Ort hat. Na, so. Oh, ey. Aber, ja. Musst du doch nach Salzhausen ziehen. Dann ja, dann wäre es andere Landkreis. Aber auch so ein Thema. Ja, verstanden. Öffentlicher Personennahverkehr. Über die Landkreisgrenzen hinaus. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Auf jeden Fall. Ja. Bin ich sofort dabei. Ich würde gerne mit dem Bus zur Arbeit fahren. Aber wenn ich von meinem Heimatort müsste ich nach Lüneburg fahren, von Lüneburg nach Winsen, von Winsen nach Salzhausen. Ja. Ja. Das dauert dann, als wenn du nach Berlin fahren würdest. Ja, früh aufstehen. Hast du mir vorhin gesagt. Ja, aber für eine Strecke von 15 Kilometern, 2 Stunden ist halt. Ja. Ich weiß das. Also, ich glaube, ÖPNV ist eines der, also nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass das Mittel, also beziehungsweise das Thema, was wir angreifen müssen. Also, nicht angreifen, das hört sich auch blöd an, aber nicht nur reden, sondern machen. Und das ist ja nicht nur Bund, sondern vor allen Dingen kommunal und aber auch Land. Und ich glaube, wir müssen endlich auch über Ländergrenzen hinausdenken. Also, Gemeinde. Oder als Landkreis, aber auch im Verbund mit Lüneburg, Harburg oder weiter noch sehr viel breiter denken und weiter denken und viel vernetzter. Und das tun wir nicht. Ja. Weil auch viele dann immer dein Tanzbereich, mein Tanzbereich und weil der Föderalismus auch auf Landkreisebene immer auch so ein Thema ist. Ja. Ja, ja, es ist leider immer so. Und ich weiß nicht, ob das andere besser wäre. Das wirst du nie rausfinden, wenn du es nicht änderst. Genau. Oder versuchst. Aber ich glaube, dass einfach pragmatische Lösungen oftmals das wäre, was am besten passen würde. Ja, natürlich. Also es ist ja, ich finde, das 9-Euro-Ticket hat ja gezeigt, dass total viele Bedarfe da sind und dass wir dringend den Ausbau fördern müssen, weil dann würden noch viel mehr Leute umsteigen auf die Schiene, aber eben auch auf die Bus und Bahn, also Busse. Ja. Und ich finde, wenn dieses 9-Euro-Ticket abgesehen von überfüllten Zügen etwas gezeigt hat, dann eben das. Genau. Das muss jetzt der Anreiz sein, auf den ganzen kommunalen Ebenen, aber auch Länderebenen zu sagen, okay, wir investieren jetzt in den Ausbau. Und dann müssen auch die Verkehrsgesellschaften jetzt endlich bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen oder eben auch selbst, jetzt sind einige Schulbusse nicht gefahren, weil wir keine Busfahrer haben oder Busfahrerinnen. Es ist ein Hammer. So, also auch da müssen wir alles gleichzeitig parallel laufen. Also sowohl was den Fahrer oder die Fahrerin eines Busses betrifft, aber auch Lokführer und Lokführerin bis hin zu Ausbau von vor allen Dingen von dem öffentlichen Personennahverkehr. Also Schiene will ich jetzt gar nicht sprechen, sondern erstmal hier, ne, dass du von Asshausen auch wieder zurückkommst und solche Sachen und nicht nur nach Asshausen und dann musst du gucken. Und dann bist du in Asshausen. Ja, ist auch schön. Du fährst einen anderen Tag wieder zurück. Genau. Ich weiß gar nicht, haben die ein Hotel? Weiß ich gar nicht. Da musst du da unter der Brücke starten. Nein, aber. Doch, Asselhausen hat bestimmt. Haben sie. Ich kenne sogar jemanden, der da arbeitet. Okay. Ja. Gut. Jugendliche. Ja, super. Also Hotel weiß ich nicht, aber eine Ferienwohnung sozusagen. Ja, das reicht ja, um dann anderen Tag den Bus wieder zurückzunehmen. Ja. Ja. Genau. Oh mein Gott. Vielen Dank. Das wären die Fragen gewesen. Echt? Ja. Nur so wenige? Ja, wir sind jetzt 2 Stunden jetzt ununterbrochen am Reden. Oh. Das haben wir geschafft. Ja. Ich bin beeindruckt von uns, du. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich kommen durfte. Aber nicht. Ja, Entschuldigung. Ich habe nur O gesagt. Ja. Aber nicht nur dir danke, sondern ich danke an Tim Lilje von dem Bündnis gegen häusliche Gewalt. Rasmus Walz, unser Kollege von PACE,
Alexia Hauf von den Buchholzer Luchsen, Handball-Bundesligaspielerin, dem Fastlamsverein aus Altshausen, Marinus Bester, Schalke und HSV übrigens, und Werder Bremen. Endlich mal mit Geschmack. Er hat bei Schalke aber nicht länger, also beim HSV hat er länger gespielt. Christoph Ehlermann vom Wochenblatt, Bianca Tacke, unserer Bürgermeisterin aus Altshausen, Annike Böhm, Lehrerin an der Oberschule, die und gleichzeitig Jägerin, haben wir einen tollen Talk gehabt über das Thema Jagd. Ja, einen Jagdschein will ich auch noch machen. Das habe ich versprochen. Ja. Aber erst kommt die B-Lizenz. Connections wären da. Okay. Ines und Alina von der Prostitutionsberatung Sperrgebiet in Hamburg. Luisa Springsgut vom VfL Wolfsburg, Torhüterin. Silke und Lydia, wir hatten einen tollen Talk über das Thema Cyber-Grooming. Christoph Lindemann, der über Gaming gesprochen hat mit unserer Auszubildenden Vanessa Schröder und Michael Grosse-Brömer, der vor 2 Wochen da war, und dir. Vielen Dank, dass ihr alle unsere Gäste gewesen seid. Hat uns jedes Mal richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank an Kilian, der uns immer die Bilder für Instagram designt. Ach. Ja. Und dem Medienzentrum, dass wir hier mittlerweile fast so oft sind wie bei uns im Jugendzentrum. Nein, natürlich nicht ganz so oft, aber wir sind ja schon hier gerne und oft zu Gast im Medienzentrum. Bleibt ihr denn auch hier? Wir bleiben auch hier. Also das ist jetzt das Ende der 3. Staffel sozusagen. Die 4. ist schon in Planung. Wir werden nicht ganz so oft da sein. Also wöchentlich werden wir es nicht mehr hinkriegen, aber doch regelmäßig. Cool. Ja. Respekt. Das ist das Ende der 3. Staffel. Vielen Dank fürs Zusehen. Und einen schönen Sommer, und wir sehen uns im Herbst wieder. Und dir nochmal danke, dass du da warst. Gerne. Schönen Sommer. Genau, dir auch. Ja.